Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und diesmal nehmen wir ein bisschen früher auf, um 14 Uhr. Deswegen trinken wir kein Bier. Dafür haben wir einen exzellenten Gast in dieser Folge. Aber bevor ich den vorstelle, begrüße ich erstmal meinen Mitpodcaster Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo in die Runde. Und jetzt geht's an den Gast. Wir haben Teut Weidemann endlich mal wieder zu Gast. Hallo Teut. Ja, hallo. Grüß dich. Und diesmal geht's sozusagen um das Steckenpferd von Teut. Wer Teut nicht kennt, es gibt wenige größere Branchenurgesteine als ihn. Inzwischen müsstest du ungefähr seit 40 Jahren in der Branche sein, oder? Professionell seit 30. Mit Rechnern seit 81. Ja. Und der Teut hat so einiges gemacht, hat ein Entwicklungsstudio geleitet, ist hier auch schon aufgetreten, hat über sein Spiel Söldner unter anderem erzählt, das er gemacht hat, ist verantwortlich für Panzer Elite, der war auch schon Geschäftsführer eines Publishers und inzwischen verdient er seine Brötchen als freiberuflicher Consultant, insbesondere im Bereich Online- und Free-to-Play-Spiele. Das ist richtig, oder? Das ist korrekt, seit 10 Jahren mache ich das. Genau, jetzt schon eine ganze Weile sozusagen. Und wir sind die ganze Zeit schon immer dabei, mal am Rande über Free-to-Play zu sprechen. Meistens wie die letzten Hater. Und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt holen wir uns den Teut mal in die Sendung. Und wir sprechen mal über Free-to-Play und vielleicht auch noch so ein bisschen über das heutzutage, das erweiterte Free-to-Play, die Games as a Service. Da sind die Überschneidungen ja immer größer. Jetzt ist die Frage, wo anfangen? Ich habe mir überlegt, keine Ahnung, Jochen, hast du einen bestimmten Vorsatz? Weil sonst mache ich. Ich habe keinen bestimmten Vorsatz, aber ich hätte vorgeschlagen, lass uns doch an der Stelle anfangen, wie wir überhaupt auf die Idee dieser Folge gekommen sind, außer dein Ansatz ist besser, denn du hattest ja gesagt, ich würde mal gerne über diese These von Shevard Yerli, einem der Gründer von Crytek, sprechen, der vor etlichen Jahren mal gesagt hat, in Zukunft werden alle Spiele Free-to-Play sein. Und du hast ja so ein bisschen gesagt, so ganz sind wir da jetzt zwar noch nicht, mit der ganzen Games-as-a-Service-Geschichte, sind das nicht irgendwie Vollpreisspiele im Free-to-Play-Gewand, hatte der Yerli am Ende doch recht. Und jetzt dachte ich, das könnten wir eigentlich zum Ausgangspunkt nehmen, denn es war ja auch der Ausgangspunkt, wo wir dann gesagt haben, oh, da könnten wir mal den Teut für eine ganze Folge einladen. Und der Teut hat vor 10 Jahren gesagt, dass alle Spiele in 10 Jahren online sein werden. Da kannst du mal sehen. Ja, genau. Und es ging eigentlich noch weiter. Also wir sind nämlich auf die Idee gekommen ursprünglich, nicht nur deswegen. Ich habe gesagt, vielleicht behält der Shevard Yerli rückwirkend doch noch zu einem gewissen Grade recht. Weil die Prognose damals lautete ja schon so ein bisschen, wie gesagt, irgendwann ist alles oder das Allermeiste ist Free-to-Play. Und da guckt man sich heute so um und denkt sich so, naja, das, so sieht es jetzt noch nicht so aus. Zumindest nicht, wenn wir über die klassischen Spieleproduktionen und auch insbesondere AAA-Spieleproduktionen reden. Blick Richtung Mobile, nochmal was ganz anderes, aber Mobile ist ja außerhalb unserer Wirklichkeitsblase zu großen Teilen. Aber die Games as a Service, die ja immer mehr zunehmen, da habe ich neulich so drüber nachgedacht, habe gedacht so, wenn jetzt alle Service-Games machen und alle versuchen, ihre Spieler noch langfristiger an immer weniger Titel zu binden, dann machen die sich ja alle Konkurrent und um die Lebenszeit der Menschen. Dann wird irgendwann sozusagen nicht mehr viel übrig sein. Dann wird es für diejenigen, die es nicht schaffen, diese großen Leute, Massen an Menschen an ihr Service-Game zu binden, immer schwieriger. Und irgendwann wird doch jemand anfangen, es dann über den Preis zu versuchen und tritt dann zumindest jetzt in dem Bereich dieser Service-Games mit einiger Verspätung dann doch ein, was der Shevard Yerli uns damals prognostiziert hat. Und da würde mich mal interessieren, Teut, wie ist das? Also wenn wir jetzt auf diese Vollpreisspiele schauen, die dann aber auf Service setzen, auf Microtransactions und so weiter, glaubst du, das ist etwas, das stabil bleiben kann? Hat das Zukunft, dass die Leute weiterhin diesen 60€ Eintrittspreis bezahlen und dann in diesen Service übergehen? Was immer Zukunft heißt. Also es fing ja schon vorher an, ja. Also bevor jetzt dieses Game as a Service wieder hochkam, gab es ja Studien, wo die Publisher herausgefunden haben, dass die Leute immer weniger Spiele spielen, aber diese immer länger. Und das liegt sicherlich daran, dass die Spiele immer mehr Content gegeben haben und dass durch Season Passes und DLCs und so weiter und so fort, die sowieso schon anfingen, die Kunden zu binden. Ja? Weil wenn du jetzt einmal Call of Duty siehst, da kommt jedes Jahr ein neues raus mit DLCs dazwischen und so weiter. Da kann jemand sich ein ganzes Jahr mit Call of Duty beschäftigen und dann kauft das neue und das nächste Jahr spielt er auch nur noch das. Dann ist dieser Kunde ja schon in dem Status, den du genannt hast, ja, dass der nicht mehr für andere Spiele verfügbar ist, weil die Konkurrenz ist ja die Freizeit des Spielers. Was ich nur witzig finde, da können wir später vielleicht nochmal drauf eingehen, ist, dass Game as a Service ja eigentlich uralt ist.
Das wurde geprägt Ende der 90er, 1997, durch das Aufkommen der MMO-RPGs. Ultima Online, EverQuest und wie sie alle hießen. Und die haben Game as a Service groß gemacht, definiert und auch schon alles erzählt, was man machen muss, damit man Game as a Service gut macht. Und dann ist diese MMORPG-Blase geplatzt. Interessanterweise, die hatten ja ein Abo-Modell. Sag jetzt mal, jeden Monat wollten sie Geld von dir haben. Und die sind geplatzt, A, weil die Entwicklung sehr teuer war, B, weil es dann doch nicht so viele Leute gab, die da MMORPGs gespielt haben. Und drittens, vor allem, weil Free-to-Play aufkam. Und warum sollte ich 10 Euro für World of Warcraft zahlen, wenn ich hier 50 Free-to-Play-MMORPGs habe? Und dadurch ist dieses Know-how für Games as a Service so ein bisschen zerstreut worden und kommt jetzt erst wieder auf. Und für mich ist das so, ich finde das witzig, ja, weil wenn mich Leute nach Games as a Service fragen und ich ihnen, ich sage es mal ehrlich, 15 bis 20 Jahre altes Know-how verkaufen muss, dann fühle ich mich ein bisschen schlecht. Aber auf der anderen Seite, wenn sie mich dafür bezahlen, weil sie zu faul sind, das sich zu erarbeiten, dann müssen sie halt dafür blechen. Aber Games as a Service ist also dadurch dann schon länger am Markt, nicht nur jetzt recently, also in den letzten paar Monaten oder Jahren. Und es war schon von vornherein klar, dass wenn diese Spiele komplexer werden und den Kunden binden, vor allem auch durch Online-Modi, dass Game as a Service der Schlüssel zum Erfolg ist, das Ding länger Umsätze machen zu lassen. Und ich weiß nicht, wann es angefangen hat, ja, aber eigentlich so die DLC- und Season-Pass-Geschichte. Damit fing es an. Bloß hatten die noch nicht richtig Erfahrung, wie man die Community mit einbindet. Die haben denen einfach neue Level gegeben und haben gesagt, ach, da sind die schon zufrieden damit. Nee, wahnsinnig. Man muss die Community also einbinden. Und wenn man die Community einbindet, dann hat man da so einen interaktiven Kreislauf. Ja, also wenn man denen das gibt, was sie wollen, dann findet die Community das gut, dann spielt sie das Spiel noch länger und empfiehlt das Spiel an andere, die dann da reinkommen. Sprich, es ist so eine Art Selbstläufer. Und für mich ist so eins der Vorbilder dann als Beispiel Rainbow Six Siege, weil die einen, ich sage es mal, etwas holprigen Launch hatten, war es kein Riesenerfolg für Ubisoft. Aber durch Game as a Service ist das Ding inzwischen einer der meistverkauften Taktik-Shooter. Und wenn man das mal studiert, wie die das gemacht haben, dann weiß man eigentlich alles, was man tun muss, um so ein Spiel zum Erfolg zu bringen. Wie haben sie das denn gemacht? Das interessiert mich jetzt ganz konkret in dem Fall. Und du hast es ja offensichtlich dann studiert, ja? Zumindest hat es gerade so geklungen. Was ist denn so der konkrete Case? Wie mache ich denn ein erfolgreiches Service-Game? Also Ubisoft war ja Kunde von mir, ja? Und wir haben ja Game as a Service schon geübt bei Ubisoft mit Die Siedler Online, was ich ja für die geschaffen habe. Dieses Know-how ist ja dann, sag mal, weitergegeben worden an alle Studios. Also war die Basis schon gelegt, wie sowas funktionieren kann. Und das Erste, was Ubisoft gemacht hat, ist erstmal den Mut gefasst, ein Spiel, was es, sag mal, sich nicht gerade 100 Millionenfach verkauft hat, trotzdem die Zeit zu geben und zu sagen, hör mal zu, ihr steckt jetzt noch ein Jahr Arbeit rein und macht das richtig. Und um das richtig zu machen, ist das Erste, was sie tun, die Spieler zu fragen, hör mal zu, was gefällt euch, was gefällt euch nicht? Das ist das Erste, was sie getan haben und haben darauf reagiert und geantwortet und haben die Pläne, die sie dann umsetzen wollen, die nächsten Monate, der Community mitgeteilt. Hör mal zu, wir wollen das und das und das machen, in der und der Reihenfolge. Dass dann die Community sagen kann, Jungs, ja, das ist alles ganz gut, aber noch mehr Levels brauchen wir nicht. Wie wär's, ihr kümmert euch eher um das. Und wenn sie das dann hören, in einer gewissen Frequenz von vielen Leuten, dann stellen die auch ihre Pläne um. Es ist also so eine Art Zusammenspiel mit denen. Und sich dann an diese Pläne zu halten, und wenn man nicht diese Pläne einhalten kann, sowas kann immer mal passieren, es der Community auch zu sagen, ja, ernsthaft zu sagen, hör mal zu, wir haben Scheiße gebaut, wir kriegen das nicht hin den Monat, macht euch was aus, wir bringen es erst nächsten Monat. Und sagt die Community, nee, überhaupt kein Problem, mach's lieber richtig. Was die Community gut findet, ist natürlich dann, dass sie überhaupt so ehrlich waren zu sagen, hey, wir haben Scheiße gebaut, wer macht das heute schon, ja. Und das ist genau dieser Kreislauf, ja, regelmäßige Updates, das Spiel pflegen, mit der Community zusammen das Ding immer besser machen und das über Jahre hinweg. Rainbow Six Siege, ich glaube, die sind über 30 Millionen Verkäufe inzwischen. Ihre monatlichen Userzahlen kenne ich jetzt nicht. Wenn ich sie hätte, dürfte ich sie nicht sagen. Geht es ins vierte Jahr, glaube ich. Und wie sie das finanzieren, ist durch den Season Pass. Aber mit dem Season Pass kriegt man sozusagen alle Inhalte kostenlos. Und so einfach ist das. Da steckt der Teufel sicherlich im Detail. Da muss man viel lernen. Da braucht man Leute plötzlich im Team, die nennen sich Community Manager. Ja, ihr kennt das alle noch, dieses Wort. Der dann lernt, was die Community sagt, zu interpretieren, was sie auch wirklich wollen. Das sind nämlich zwei verschiedene Dinge. Das muss man als Team lernen. Wenn eine Community A sagt, kann es sein, dass sie in Wirklichkeit B meinen. Das dann vergleicht mit den internen Plänen, mit der Machbarkeit.
Und dann natürlich dann auch die Datenanalyse drüber zu legen. Sprich, was macht denn die Community wirklich? Wie oft spielt sie was? Was macht sie am liebsten? Was benutzt sie am häufigsten und so weiter? Das machen diese AAA-Spiele ja auch inzwischen alle. Aber jetzt, dann sind wir doch jetzt, wenn du sagst, dass diese Finanzierung des Ganzen über den Season Pass jetzt bei Rainbow Six zum Beispiel läuft. Und ganz kurz zur Erklärung für die Leute, die das jetzt vielleicht nicht wissen, weil sie mit dem Spiel nicht so vertraut sind. Jedes Jahr kommt bei Rainbow Six Siege ein neuer Season Pass hinzu, der Zugriff auf alle Inhalte, die in diesem Jahr veröffentlicht werden, irgendwie neue Waffen oder neue Operator, wie es heißt, da gibt es jetzt, soll es in Jahr 4 des Spiels jetzt 8 neue davon geben. Man bekommt Ingame-Credits, man bekommt irgendein Waffendesign und so weiter. Das Ding kostet 30 Euro pro Jahr. Und da sind wir doch jetzt wieder toll, oder? Bei den Online-Rollenspielen, die du vorher genannt hast, wo man dann gesagt hat, oh, Abo-Modell lohnt sich nicht mehr. Das ist doch ein klassisches Abo-Modell, nur auf ein Jahr verteilt und nicht mehr Abo-Modell genannt, sondern Season Pass, oder? Genau. Und wenn man jetzt weiterdenkt, dann gibt es vielleicht in 3-4 Jahren aufgrund des Aufwandes 50 solcher Spiele. Und wie ihr schon richtig gesagt habt, haben die Neuzugänge dann das Problem, sich dort eine Spielergemeinschaft zu schaffen, von Leuten, die sagen wir mal, noch Zeit haben. Ja? Weil wenn jeder in irgendeinem so Game-as-a-Service-Spiel drin ist, was ja auch klasse ist, weil man mag das Spiel ja, dann findet man keine Kunden mehr für sein eigenes Spiel. Und dann geht es theoretisch nur noch über den Preis oder über die Positionierung. Positionierung ist schwierig, Preis ist einfach. Und der beste Preis, für den man so ein Spiel verkaufen kann, ist 0 Euro. Und dann sind wir genau an dem Punkt angelangt, wo AAA-Spiele Free-to-Play werden. Da gibt's so ein paar Gesetzmäßigkeiten, ja, und das ist so eine Sache, die Free-to-Play mit sich bringt. Wenn ihr Free-to-Play-Spiele anschaut im AAA-Bereich, ja, wie World of Tanks, League of Legends, wie sie alle heißen, die setzen Game-as-a-Service voraus. Die funktionieren nicht ohne Game-as-a-Service. Das heißt, diese Free-to-Play-Spiele existieren das schon jahrelang vor, was die AAA-Spiele jetzt erst lernen. Das heißt, die sind hinterher. Und wenn man sich dann mal anschaut, wenn so Free-to-Play-Releases wie Apex, das ja gerade rausgekommen ist, innerhalb von 2 Tagen 10 Millionen Spieler anzieht, dann möchte ich mal ein Retail-Spiel sehen, ein AAA-Spiel, was 10 Millionen Stück in 2 Tagen verkauft. Das sind dann solche Sachen, so ganz klare Indizes, ja, wo, wenn man ein sehr gutes Spiel hat, für Free-to-Play eine enorm große Reichweite erzeugen kann. Nur wenn dann der Free-to-Play-Bereich wieder übersättigt ist, ja, dass da, wir reden jetzt von in 5 bis 10 Jahren, da gibt es wiederum andere Probleme, die man lösen muss. Aber generell, meiner Meinung nach, und ich bin seit 10 Jahren beratend in dem Free-to-Play-Bereich tätig, wird AAA nicht sterben, aber wird enorm unter Druck kommen von Free-to-Play-AAA-Spielen. Okay, das heißt also, so grob ist die Logik der These vom Anfang richtig, würdest du sagen? Ja, das hat der Jerli mir schon richtig nachgesagt. Das war jetzt ein Scherz. Nein, aber er hat recht. Wer mal gesehen hat, wie so ein Free-to-Play-Spiel funktioniert, ja, dass wenn man, nehmen wir Crytek, ja, ich meine, Crytek ist ja, sagen wir mal, einer der technologischen Highlights, die wir in Deutschland hatten, ja, ich sage es mal, hatten, und machen immer wieder Dinge, wo jeder andere sagt, so, was machen sie denn jetzt schon wieder? Und dann haben sie die Hand rausgebracht, was im Early Access ist. Und das Ding ist echt ein großer Erfolg für die. Ja? Und das schwimmt so unterm Radar von den meisten Leuten, dass die Presse das auch gar nicht so mitkriegt. Weil Crytek, das hängt das auch nicht am großen Nagel, ja, was sie da momentan machen mit dem Ding. Und die hatten auch einen holprigen Start, ja, und haben auf die Community gehört, haben geschaut, was müssen wir machen, was gefällt denen, was müssen wir korrigieren, ja, und haben das rausgebracht. Und wenn die Community sagt, ey, das ist geil, aber, dann hören sie denen zu und korrigieren das. Und Stück für Stück wachsen die einfach sehr stetig mit diesem Spiel. Und wenn man so ein Ding mal gesehen hat, wie er mit guter Arbeit am Kunden zum Erfolg gehen kann, dann will man nichts anderes mehr machen. Da möchte man eben nicht ein AAA-Spiel machen, wo man sagt, ich werde hier Battlefield zum Mond schießen, wir sind viel besser, wir bringen das Spiel raus, ja, und dann rocken wir hier die Hütte und dann kommt das Ding in Handel und gleichzeitig bringt Blizzard irgendwie ein neues Spiel raus und man geht komplett unter. Wenn man das auch einmal erlebt hat, dann möchte man das nie wieder haben. Man möchte eine zweite Chance haben, wenn man mal missgebaut hat, und die zweite Chance kriegt man hin durch Game as a Service. Okay, wenn wir jetzt
die Logik nochmal weiterdenken, das nächste, was ich mir vorstellen würde, ist doch, man hat auch, wenn man jetzt so ein bisschen auf diesen Mobile-Free-to-Play-Markt schaut, hat man ja gesehen, dass es dann hinterher dort zumindest auch essentiell wurde, dass man diese riesigen Communities, die man hat, vielleicht auch zu neuen Veröffentlichungen hin und her schieben kann. Also dass ne, so die Reichen werden immer reicher, weil wenn dann Supercell ist oder wer auch immer, der hat schon keine Ahnung wie viele Millionen Kunden auf dem einen Spiel, bringt was Neues raus und kann dann genau diese Masse an Leuten motivieren, das wenigstens mal auszuprobieren. Und daraus würde ich ja dann jetzt schlussfolgern, wäre es dann nicht vorstellbar, dass dann jetzt so demnächst der Run auf AAA Free-to-Play richtig einsetzt, weil viele Leute vorhersehen, dass sie jetzt in diesem Bereich große Mengen an Menschen akquirieren müssen und dafür also, vielleicht auch richtig investieren. Also es gibt schon einen Grund, warum Investoren Firmen bewerten anhand der Anzahl der User, die sie haben. Das ist ja gang und gäbe inzwischen, ja. Und das ist, wird bei den Spielen ähnlich sein. Da ist diese Quervermarktung sicherlich ein Teil davon. Man darf aber nicht vergessen, man kann jetzt, sag mal, wenn man jetzt 10 Millionen Leute in Apex einen Battle Royale Shooter drin hat, die kriegt man jetzt nicht in ein Strategiespiel rein. Ja, also das bringt es nicht so viel. Nichtsdestotrotz ist so eine Reichweite von Usern, die man hat, natürlich enorm viel wert. Man kann ihnen neue Releases zeigen, man kann sie loyal werden lassen, man kann sie in Merchandise verkaufen, man kann alles Mögliche mit denen machen, solange sie damit glücklich sind. Und das hat ja der Mobile-Markt nicht vorgemacht, sondern theoretisch haben es die MMORPGs vorgemacht, schon vor 20 Jahren. Und das ist sicherlich viel wert. Es gibt so ein paar Zeitpunkte, die ich definieren kann, wann so der nächste Rutsch kommt, wenn die AAA-Spiele mal wieder in so einen Problembereich gehen. Und das ist, wenn die nächste Konsolengeneration kommt. Ja, wenn ihr diese Konsolengeneration anschaut, die haben mit Free-to-Play erstmal nicht viel am Hut gehabt, als sie rauskamen. Und so Stück für Stück haben die dann hier und da Free-to-Play-Experimente gestartet. Und inzwischen gibt es viele Free-to-Play-Spiele auf den Konsolen, die sehr, sehr, sehr erfolgreich sind. Warframe als ein Beispiel. Und wenn jetzt die nächste Konsolengeneration kommt, ja, kannst du dir vorstellen, die steht im Laden, ja, du zahlst da 400, 500 Euro für so eine Megakonsole. Und dadurch, dass die Entwicklung noch mal teurer geworden ist, verlangt jetzt Activision für Call of Duty auf der neuen Konsole 69 Euro. Und daneben, zeitgleich, wenn die Konsole rauskommt, ja, hast du ein Apex, ein Warframe und noch was komplett umsonst. Und ein PUBG und weiß der Teufel was alles, ja. Dann kannst du dir vorstellen, was die Kunden machen werden. Das erste, was sie machen, die downloaden Apex und spielen das auf ihrer neuen Konsole, statt sich das neue Call of Duty zu kaufen. Und spätestens dann werden die Großen aufwachen, wenn sie eben nicht mehr diese 10, 20 Millionen Stück von ihrem neuen Call of Duty verkaufen, sondern das Ding echt harte Arbeit wird, überhaupt ein paar Millionen zu verkaufen. Und das wird der nächste Rutsch werden, wo die AAA-Spiele unter Druck kommen. Ich behaupte jetzt nicht, dass AAA stirbt. Ja? Also AAA hat seine wahnsinnigen Vorteile, weil man mit gewissen hohen Budgets ziemlich geile Inhalte schaffen kann, was sich Free-to-Play gar nicht leisten kann. Ja, Free-to-Play kann sich das über die Zeit leisten, aber wenn du ein Free-to-Play-Spiel designst und rausbringst, da steckst du nicht 100 Millionen in irgendwelche Content-Dialogskripte oder andere Geschichten rein, weil das Risiko viel so groß ist. Weil wenn ein Free-to-Play-Spiel nicht funktioniert, stellst du es ein und machst Neues. Und das machst du mit einem AAA-Spiel nicht. Und deswegen haben die AAA-Spiele immer noch ihre Daseinsberechtigung. Aber das große Wachstum da draußen, das ist im Free-to-Play-Bereich. Und das ist ja schon, sag mal, seit mehr als 10 Jahren der Fall. Und das aber ich höre aber seit, jetzt muss ich mal Teufelsadvokat spielen, aber seit mehr als 10 Jahren höre ich genau das, was du gesagt hast, gerade eben. So ein, die Free-to-Play-Spiele sind auf dem Vormarsch, der AAA-Bereich wird es immer schwieriger haben. Und seit 10 Jahren passiert gefühlt zumindest gar nichts in diese Richtung. Moment, lass mich den Teufelsadvokaten fertig spielen. Dann darfst du gerne dagegen. Aber weißt du, was du gerade gesagt hast mit einem, ja, dann laden die auf ihrer neuen Konsole das Apex runter und dann spielen sie nicht mehr die Spiele der Konsolenhersteller. Das war bei Warframe doch auch nicht so. Bei Warframe ist ja nicht jeder hingegangen, hat gesagt, ich spiele sonst nichts mehr für PS4 und Xbox One. Es kommen immer noch ein Haufen AAA-Spiele, die keine Free-to-Play-Sachen sind, selbst noch ein Haufen, die keine Games-as-a-Service sind. Und ja, du hast die Warframes und die Fortnites und jetzt vielleicht den Apex, mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber du hast immer mal wieder einen oder zwei, die da an der Spitze sind und eben nicht den Fall, dass dort draußen irgendwie mittlerweile genauso viele AAA
Free-to-Play-Spiele rauskommen wie normale Free-to-Play-Spiele. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass das seit Jahren, es gibt immer mal eins, zwei und dann kommt mal wieder was Neues, dann kommt ein Fortnite und dann kommt jetzt mal vielleicht wieder ein Apex, wenn sich das etabliert und vorher gab es einen Warframe. Aber dass die AAA-Hersteller hingehen würden und würden sagen, jeder rennt da jetzt irgendwie dem Free-to-Play hinterher, sehe ich zumindest noch nicht, auch wenn ich seit 10 Jahren genauso höre, wie du es gerade gesagt hast. Was ist da los? Warum passiert's nicht? Nee, das passiert, aber du merkst es nicht, weil du unter einem sogenannten Survivor's Bias leidest. Punkt 1, jetzt nur um ein paar Sachen hier reinzuschmeißen. Letztes Jahr wurden über 60% des Gesamtumsatzes der Spielebranche mit Free-to-Play erzeugt. Ja? Also nicht mit Konsolen, nicht mit PC-Spielen, im Gegenteil, alles Free-to-Play. Punkt 2, alle Aktienkurse aller großen AAA-Hersteller sind in den Keller gegangen in den letzten Wochen. Ja, kannst du dir gerne mal anschauen. Battlefield hat sich nicht so gut verkauft. Call of Duty hat sich nicht so gut verkauft. Viele, viele andere. Ja, und warum? Weil die Leute Fortnite und PUBG spielen. Jetzt konzentrieren wir uns gerade momentan sehr auf Shooter. Ja, weil Shooter und Free-to-Play eine relativ neue Geschichte sind, weil PvP-Spiele relativ schwer zu monetarisieren sind, hat das eine Weile gedauert, bis die rausgefunden haben, wie man sowas macht. Und da war sicherlich PUBG eine Methode, ja, wir verkaufen das Spiel und machen den Rest umsonst. Dann kam Fortnite als Free-to-Play-Konkurrenz und ist natürlich viel größer geworden, weil es ist ja umsonst. Und haben aber gezeigt, dass man das trotzdem gut monetarisieren kann. Und jetzt rennt ihnen halt jeder hinterher. Das heißt, die Shooter selber werden in den nächsten 2, 3 Jahren sehr, sehr leiden drunter, dass die meisten Shooter-Leute dann doch in diesen Battle-Royale-Spielen hängen. Und das Gleiche wird mit den Rollenspielen passieren, das Gleiche wird mit den Strategiespielen passieren und vielen anderen. Der andere Grund, warum es noch nicht so schnell passiert ist, ist, weil die Konsolenhersteller Free-to-Play noch nicht so richtig unterstützen bzw. umarmen, wie sie es tun sollten. Dadurch haben die AAA-Spiele da noch ihren Raum. Den werden sie auch immer haben. Aber die Frage ist wirklich, ja, Warframe ist halt eine, wenn man sich das mal ernsthaft anschaut, das Warframe, ja, das ist ein dunkles Sci-Fi-Koop-Spiel mit fancy Robotern, ja. Das ist so nischig, wie es gar nicht mehr nischiger gehen kann. Und trotzdem haben sie einen großen Erfolg. Jetzt stell dir mal vor, jemand würde Warframe nehmen, in ein etwas kompatibleres Szenario setzen und dann würde das genauso abgehen. Und deswegen, wenn du die Zeichen gerade nur im Shooter-Bereich anschaust, ja, die meisten Leute spielen inzwischen PUBG, Fortnite, Apex, wie sie alle heißen. Und da werden es auch immer mehr kommen. Und es wird sicherlich da auch ein Sterben geben, ja. Wir erinnern uns alle, als, ich glaube, es waren 10, 12 verschiedene MOBAs, die angekündigt worden sind, die League of Legends den Rang ablaufen wollten. Und nur Dota 2, dank Valve-Millionen, hat es geschafft, da überhaupt noch zu überleben. Aber alle anderen sind kaputt und gestorben. Selbst Crytek hat ja mal eins gemacht und hat es eingestellt. Und da sieht man mal, wie schwierig sowas ist. Ja, das dauert seine Zeit, bis dann auch was sich durchsetzt, bis man so ein Ding mal in den Sand gesetzt hat oder zum Erfolg gebracht hat, dass sich die Erfahrung dann dementsprechend weitergibt. Aber die Zeichen stehen da draußen geschrieben. Du musst sie nur richtig lesen. Ja, schau die Börsenwerte an, schau die Verkaufszahlen an, schau die Userzahlen an von den verschiedenen Spielen. Und dann, du musst es einfach mal hochrechnen, ja. Wie viele verschiedene PC-Spiele gibt es dann? Ja, jeder sagt immer, ja, wir sind auf Steam. Und Steam hat letztens gesagt, sie haben 100 Millionen User. 100 Millionen User. Das ist nicht viel, ja. Wenn man mal die 7 Milliarden Leute, die wir auf der Welt haben, anschaut. Im Vergleich dazu haben wir vielleicht 180 Millionen Konsolen, wo man drauf spielen kann. Das ist das Marktumfeld, in dem sich diese Spiele bewegen. Und dann kommt der Mobile-Bereich noch dazu. Die haben mal kurz 2,5 Milliarden Spieler. Und jetzt kannst du mal sehen, wo das große Geld gemacht wird. Ja, aber der Punkt ist, das finde ich ja interessant, was du gesagt hast mit dem Survivorship-Bias. Was bedeutet, man sieht nur die, die überlebt haben und nicht die, die auf der Strecke geblieben sind. Das ist ja so ein bisschen das. Aber das ist, ich glaube, das ist genau der Punkt, den ich machen würde, ist zu sagen, klar, wir haben die Fortnites, wir haben die Warframes und so weiter. Aber wir sehen eben, und dann gucken wir drauf und dann sagen wir, boah, das ist doch die Zukunft. Die haben doch Millionen, die machen mittlerweile Milliardenumsätze und Co. Und dann guckst du dir an, wer alles, wie du es gerade bei den MOBAs schön gesagt hast. Selbst Blizzard war mit seinem MOBA, ist nicht durch die Decke gegangen und kam nicht an sowas wie League of Legends und so weiter ran. Die hatten dafür in Anführungszeichen Glück mit Overwatch in einem anderen Genre. Aber wenn sogar so ein Hersteller nicht garantiert ist, dass sein Free-to-Play-Ding funktioniert, wäre ich dann nicht als AAA-Hersteller total bescheuert, dort reinzugehen? Wäre ich nicht total bescheuert, wenn ich... Wieso? Aber dann gebe ich Millionen aus und nehme vielleicht nichts ein, aber mein Battlefield läuft immer noch. Vielleicht nicht mehr ganz so geil wie letztes Jahr, aber ich mache damit immer noch einen guten Gewinn. Wunderschönes Beispiel. Also Blizzard ist ein wunderschönes Beispiel. Also sie haben ein Free-to-Play-Spiel gemacht, das darf man nicht vergessen. Sie haben vorher nur AAA-Spiele gemacht.
um eine Struktur einer Firma umzubauen, damit sie Free-to-Play-Spiele machen können, ist extrem schwer. Das ist ganz, ganz wenigen nur gelungen. Ja? Also wenn du Electronic Arts anschaust, Activision etc., wie viele tolle Free-to-Play-Spiele haben die denn? Fast keine. Während die meisten Free-to-Play-Spiele von Leuten entwickelt werden, die es mit den großen Retail-Giganten da nichts zu tun haben. Und das hat Blizzard gemerkt, ja, dass wenn sie ein Free-to-Play-Spiel machen, so einfach ist es einfach nicht. Das ist nicht einfach so, dass du einen Preis umsonst machst und irgendwelche komischen Boxen verkaufst. Das funktioniert einfach nicht. Aber Overwatch, das du erwähnt hast, ja, ist ein interessantes Paradebeispiel. Als Overwatch rauskam, sind die Userzahlen von allen Shootern weltweit eingebrochen. Wirklich eingebrochen. Das hat den ganz schön wehgetan da draußen, ja, als Overwatch rauskam. Und das Ding ist ein Behemoth, ein Mammut, ein Elefant in dem Bereich. Weil es so viele User gezogen hat aus den anderen Spielen raus, dass die da echt drunter gelitten haben. Und da sieht man mal, dass diese Shooter-Gemeinschaft eine gewisse limitierte Menge an Leuten ist, die, wenn sie mal über auf ein Spiel rübergeht, alle anderen Spiele, sagen wir, abnippeln. Ja, also da ist sozusagen so eine Art Sättigung erreicht. Aber es gibt ja viele andere Bereiche und Genres noch, sagen wir, wo Free-to-Play noch nicht so die große Rolle spielt. Wir werden in 5 Jahren, werden wir uns unterhalten und sagen, ja, erinnerst dich noch? Electronic Arts? Ja, die haben tolle Spiele gemacht. Schade, dass die nicht mehr gibt. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ja. Die wird es sicherlich noch länger geben. Aber es ist generell, die Großen haben Probleme. Und das liegt daran, dass sie eine Marktsättigung erreicht haben mit ihren ganz tollen Spielen. Du kannst einfach nicht mehr als das, was sie verkaufen. In diesem limitierten Markt von 100 Millionen Steam-Usern und 100x Millionen Konsolen, das war's dann halt, ja. Also größer geht's nicht. Und mit Free-to-Play erreichst du viel mehr Leute, nämlich die Leute, die sich eben nicht 60 Euro jeden Monat leisten können, irgendein Spiel zu kaufen. Und da kann es dann sein, dass du ganz plötzlich 40, 50, 60 Millionen Leute hast, die in deinem Spiel drin sind, die normalerweise nicht diese Show mitmachen, sich jedes Jahr ein Battlefield zu kaufen oder ein Call of Duty. Wie ist denn das? Im AAA Free-to-Play ist das ist eine Kategorie für sich, oder? Darunter darf man sich wahrscheinlich nicht das vorstellen, was wir mit den aktuellen AAA-Produktionen verbinden, weil erstens ist ja Free-to-Play darauf angewiesen, dass es diese große Menge an Usern anziehen kann. Das heißt, meistens zum Beispiel technische Avantgarde zu spielen, ist bei Free-to-Play ja schon mal eine Limitierung, nämlich auf die entsprechende Hardware. Das willst du nicht. Das heißt, wahrscheinlich ist das zum Beispiel schon mal so ein Kriterium, das wir klassischerweise mit AAA verbinden, das für Free-to-Play eine Schwierigkeit darstellen würde. Genauso wie besonders aufwendiger Content allgemein, weil Free-to-Play ja meistens ein totaler Contentfresser ist. Das heißt, meistens musst du ja dir irgendwas einfallen lassen, dass du sozusagen relativ einfach viel Content und dann auch monetarisierbaren Content da reinstecken kannst. Ja, völlig richtig. Genau so. Ja, da habe ich nichts dazu zu sagen. Das ist genau so, sollte es sein. Das muss man aber erstmal begreifen als große Firma und muss dann sein Team so strukturieren und auch das Spiel so strukturieren, dass es dem entspricht. Man kann eben nicht ein levelorientiertes Spiel machen und dann irgendwie 10 Level in der Woche rausbringen. Das geht nicht, ja. Das ist viel zu teuer. Das kann man nicht bringen. Und das, so ein Free-to-Play-Spiel, was erfolgreich ist, das lebt ja 10, 20 Jahre. So lange, ja. Und dann willst du das 10, 20 Jahre machen? Es geht ja gar nicht. Also musst du dir Dinge einfallen lassen. Also wir nennen es generativen Content. Wo der Content sozusagen, wenn man sich also ideal vorstellt, von selbst generiert wird. Und deswegen machen auch wahnsinnig viele Leute PvP-Free-to-Play-Spiele, weil dort der Kampf gegen andere Spieler der Content darstellt. Und der Content geht ja nie aus. Und da kann man dann sich erlauben, die Erweiterung des Spieles mit einer kleineren Frequenz zu fahren. Ja, dass man einfach sagt, okay, ich bringe hier einen neuen Level einmal im Monat und ich bringe hier 2 neue Waffen und einen neuen Charakter alle 3 Monate und dann reicht das. Und mit der Frequenz sind die Leute auch glücklich, ja, weil dann die Leute, wenn du jetzt so ein Apex spielst, ja, und du brauchst erstmal 4 bis 6 Wochen, bis sich das sogenannte Meta eingespielt hat, ja, sprich, welche Waffen sind die besten, welche Charaktere sind die besten, welche Kombinationen sind die Teams am besten und so weiter und so fort. Und jedes Mal, wenn du dann eine neue Waffe reinschmeißt oder einen neuen Charakter reinschmeißt, veränderst du das Meta und dann müssen die Leute das alles neu lernen. Und da gibt es auch eine gewisse Frequenz, die man einhalten muss. Und es macht es aber trotzdem relativ günstig, weil so eine Waffe zu designen, zu entwickeln und so weiter, das ist jetzt nicht so das große Geld. Nimmst du jetzt mal so ein Spiel wie Red Dead Redemption mit so einer riesen offenen Welt und mit einem Detail, das einfach nur krank ist, ja, ich sage es mal positiv krank,
mach doch da mal einen neuen Bundesstaat dran, ja, wo du neuen Content, Stories, Voice-Overs, Charaktere und keine Ahnung was alles reinmachst. Das kann sich keiner leisten, es sei denn, er ist so verrückt wie Rockstar. Deswegen wird die Kunst, Content zu erzeugen, relativ günstig, der trotzdem super geil interessant für die Spieler ist, wird die Zukunft sein. Wer sich dort Systeme einfallen lässt und Teams schafft oder auch Tools oder Methoden und Technologien, die das erlauben, der hat gewonnen. Aber jetzt auch hier nochmal des Teufelsadvokaten. Also was du gerade skizziert hast, verstehe voll und ganz aus so einer Business-Seite her, warum das Sinn ergibt und warum man das so macht. Aber für mich als Spieler klingt das absolut scheußlich, was du gerade skizziert hast. Dieses, es wird zum Beispiel Content, wird nicht dadurch generiert, findet derjenige, der ihn macht, findet der Game Designer den Content geil, sondern dass die Maxime, die du gerade tatsächlich geschildert hast, ist, kann der 10 oder 20 Jahre überleben. Wenn das aber die Maxime ist, mit der ich Content kreiere, und das ist jetzt eine von denen, du genannt hast, wenn der Business-Faktor im Mittelpunkt des Ganzen steht und nicht mehr ist das geil, macht das Spaß und ja, okay, vielleicht macht es halt nur 3 Tage Spaß, aber Gott, dann können wir es ins Spiel nicht einbauen, weil wir brauchen ja irgendwas, was zumindest irgendwie ein paar Jahre eine Karotte ist, dann kommen doch per Definition schlechtere Spieler am Ende dabei raus. Ich meine, da kann man 100-mal sagen, oh, die Spieler finden es geil, aber es ist doch per Definition, wenn meine Maxime nicht mehr ist, das bestmögliche Spiel zu machen, sondern das längstmögliche, kommt ein schlechteres Spiel raus. Ich finde das witzig, in welche Illusion du noch lebst. Du stellst genau den Typen von Spieler dar, der am meisten gegen Free-to-Play wettert, weil es ja doch Schund ist, weil man die Qualität nicht bekommt. Also eine Realität, die man begreifen muss, ist, das Spielebusiness ist die größte Unterhaltungsbranche der Welt. Wir sind, glaube ich, wenn man Musik, Film, Hollywood, TV zusammenzählt, immer noch größer als alle drei zusammen. Das heißt, wir sind ein Business. Und wir machen hier nichts nur zum Spaß haben, sondern wir machen es, dann, weil wir die Leute auch bezahlen und hier eine Firma profitabel hinstellen wollen oder einen Börsenkurs höher, was auch immer da die Unternehmensziele sind. Das heißt, wenn du so ein Spiel baust, ja, hast du jetzt die Wahl. Du steckst 500 Millionen in ein Spiel rein, eine 500 Millionen, und nennst es Red Dead Redemption und verkaufst davon 20 Millionen Stück. Kann man machen. Und das war's dann. Und dann kannst du wieder 5 Jahre warten, bis der nächste Teil kommt. Du kannst aber auch, ich sage es mal, 10, 15, 16 Millionen in ein Spiel stecken und das Ding macht vielleicht nur 2 Millionen Umsatz im Monat, aber dafür 10 Jahre lang, kannst du auch machen. Und das dreimal darfst du raten, wo das kleinere Risiko ist. Ja, aber jetzt machst du aber, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber jetzt machst du ein Business-Case-Argument auf. Und ich habe ja gerade gesagt, ich verstehe das von Business-Seite. Und deswegen, wenn man mir sagen würde, hey, wir machen diese Sorte Spiele, weil sie sich rentiert und nicht, weil wir geile Spiele machen oder die bestmöglichen, ja, dann würde ich ja sagen, ey, alles okay. Ist fair game, können wir drüber reden. Aber wenn das die, aber du, dein eingestiegen bist du ja mit dem, ich hätte die Illusion oder würde mich der Illusion hergeben, dass irgendwie bei Free-to-Play keine so geilen Spiele entstehen können. Und da würde ich sagen, das ist keine Illusion. So ziemlich jedes Spiel, das sich in den letzten Jahren auch aus dem AAA-Bereich gespielt hat, das Free-to-Play-Sierung hatte, mir fallen da zum Beispiel Mordor ein, viele andere Games-as-a-Service-Sachen, die ja, genau mit dieser Maske... Ja, nicht also, reine, aber... Hier beißen zwei Themen aufeinander, ja? Also entweder du machst nur Free-to-Play oder du machst ein reines AAA-Spiel. Wenn es AAA-Spiele versuchen, zusätzliches Geld zu verdienen, weil die Entwicklungskosten so hoch sind, indem sie sich Free-to-Play-Mechaniken in ihr Spiel reinbringen und damit den User verärgern, ist es dann ihre Sache. Also League of Legends ist kein Scheißspiel. World of Tanks ist auch kein Scheißspiel, ja? Das sind jetzt mal zwei Paradebeispiele, neben Warframe auch noch, ja? Von hervorragenden Free-to-Play-Spielen, die echt Elite sind. Path of Exile, ja? Also es gibt viele ganz tolle Beispiele, die im Westen entwickelt worden sind, was tolle Free-to-Play-Spiele sind. Es gibt dann AAA-Spiele, die sind hervorragend, und es gibt AAA-Spiele, die haben den Fehler gemacht, zu sagen, hör mal zu, anstatt es irgendwie DLC, Season Passes etc., machen wir jetzt irgendwie so eine Lootbox-Geschichte hinten dran, und das Ding fliegt ihnen um die Ohren, wie es EA passiert ist. Das ist ein Lernprozess, ja, wie die solche, sagen mal, Mechaniken dahinter noch machen. Und dieser Business Case darf, und da darf durch das wir in der Unterhaltungsbranche sind, der unterhaltungswerte Spiel ist nicht spielern. Das ist so die Regel. Und aber das tut er. Ich würde in jedem der Fälle, In League of Legends tut's nicht. So, es gibt jetzt Negativbeispiele, da kann man viele nennen, liegt aber daran, weil die AAA-Spiele erst lernen müssen, wie sie Free-to-Play-Mechaniken in ihr Spiel einbauen können, ohne dass es den Unterhaltungswert schmälert. Das müssen die lernen. Und dadurch, dass die aber so eine kleine Frequenz haben, man kann ja von so einem riesen AAA-Spiel nur 1 alle 2 Jahre machen, ja. Da ist die Frequenz relativ niedrig für so eine große Firma. Sprich, der Lernerfolg setzt meistens erst nach 3, 4, 5 Jahren ein, wie man es richtig macht.
Und wir sind ja noch mitten in dieser Periode. Und wenn du jetzt mal anschaust, eine Firma, die Game as a Service viel länger macht als Electronic Arts und Activision, ist die Firma Ubisoft. Und wenn du da mal anschaust, haben die viele von ihren Free-to-Play-Mechaniken wieder weggeschraubt. Ja, die hatten in Assassin's Creed das drin. Ich war sogar dabei. Ich hab mitgearbeitet an der Free-to-Play-Monetarisierung. Man nannte sie Post-Launch-Monetarisierung von Assassin's Creed 4 Black Flag. Da war ich mit im Team dabei und habe da mitgemacht. Auch wenn die funktionierten und die Umsätze sehr klein waren, haben sie es theoretisch jetzt sein gelassen, weil sie gesehen haben, dass das Rainbow Six Siege-Modell viel besser funktioniert. Und deswegen ist Division genauso gebaut und wie der Teufel, wie sie alle anderen Spiele auch ist, so aufbauen als Game as a Service. Deswegen, man darf da jetzt nicht die Businessmodelle durcheinander werfen und den Lernerfolg und die Frequenz. Verstehst du, was ich meine? Also wenn du als Activision zwei große Releases im Jahr hast oder drei, und da brummt was, dann versuchst du es anders und du machst es nächstes Jahr anders und es funktioniert immer noch nicht. Dann brauchst du 2, 3, 4 Jahre, bis es richtig geht. Und ich verstehe, was du meinst. Im Bereich oder Game as a Service Bereich geht das viel schneller, weil du da einfach in 2 Monaten einen Patch machst, wo du das dann veränderst und dann daraus lernst. Das heißt, die lernen das in ein Free-to-Play-Spiel, kann das in einem Jahr lernen, wozu die Großen mit ihren AAA-Spielen 5 Jahre brauchen. Du, ich weiß komplett, was du meinst. Ich würde nur deine These. Ich würde auch nicht sagen, alle Free-to-Play-Spiele sind schlecht. Natürlich gibt es gute Vertreter von Free-to-Play-Spielen. Ich habe selbst in meinem Leben ein paar davon relativ lange gespielt. Ich würde nur selbst bei den Sachen, die du genannt hast, und bei diesen Vorreitern, wir können zum Beispiel einen Hearthstone. Ist ein Hearthstone von Blizzard ein schlechtes Spiel? Nein, natürlich nicht. Es ist ein gut designtes Spiel. Wäre es ein viel besseres Spiel, wenn es nicht Free-to-Play wäre, sondern wenn die ganze Progression im Spiel nicht mehr mit Karotte die Nase, ach, kauf doch dir noch ein paar Kartenpacks, dann geht's schneller gebaut wäre. Aber hallo, wäre es ein viel besseres Spiel. Ich würde nicht sagen, die sind alle schlechte Spiele. Ich würde aber sagen, sie sind alle schlechter, weil sie Free-to-Play sind. Free-to-Play sorgt inhärent dafür, dass am Schluss, weil man das Ganze eben auf andere Weisen monetarisieren muss, weil man dem Spieler das Geld erst noch aus der Tasche ziehen muss und er es nicht schon ausgegeben hat, sind sie inhärent schlechter, als sie wären, wenn sie kein Free-to-Play wären. Und nee, ich glaube, das kann man, ich finde, das kann man in den ganzen Spielen, die du genannt hast, kann man das nicht wegdiskutieren. Also in den Hearthstone zum Beispiel. Nee, das, was ich dir wegdiskutiere, ist eine Sache, ja. Es gibt auch schlechte AAA-Spiele, richtig? Ja, natürlich. Aber ja, die sind in der Regel nicht schlecht, weil sie Vollpreisspiele sind. Nee, aber wenn sie schlecht sind, ist mein Geld weg. Bei Free-to-Play ist nichts weg. Ich kann es komplett umsonst spielen. Das ist der Vorteil oder der Nachteil, den Retail hat, ja. Man kann sich auf Reviews nicht verlassen, ja, weil der Geschmack des Journalisten, ob das einem passt und so weiter, weiß man nie, ja. Deswegen ist ja auch Twitch und YouTube und so weiter so am Vorrang, weil man dem Spiel zuschauen kann und erstmal sehen kann, ob das einem liegt überhaupt, bevor man da 60 Euro auf den Tisch legt. Das ist für mich kein Argument, ja. Die Finanzierung und das Businessmodell steht da ein bisschen mehr im Vordergrund, ist aber auch okay. Dafür ist es aber auch umsonst, das Spiel. Ohne komplettes Investment kannst du das Spiel spielen. Da sind beide Seiten geben und nehmen sich da nichts, ja. Ich will auch nochmal Jochen jetzt im Grunde genommen meinen Standardtext schon vorgetragen hat, aber nehmen wir mal sowas wie League of Legends oder sonstige Sachen, also die mit diesem Hero-Prinzip, das höre ich auch immer, das ist so das Vorzeigemodell und vielleicht auch das am wenigsten Schmerzhafte. Aber was ich halt bei Free-to-Play auch selber immer so ein bisschen beobachte, ist ja, wir haben ja schon gesagt, also eine Notwendigkeit ist meistens eine langfristige Kundenbindung, damit du halt über einen langen Zeitraum eine Chance bekommst, dass die Leute überhaupt Geld ausgeben. Viele Leute geben ja über einen langen Zeitraum erstmal gar kein Geld aus und fangen dann erst an. Vielleicht, also häufig, korrigiere mich, aber soweit ich weiß sogar, die Leute, die hinterher sehr viel Geld ausgeben, sind häufig diejenigen, die vorher sehr lange Zeit erstmal nichts eingezahlt haben sozusagen. Mhm. Und das heißt aber, das bringt ja diese Notwendigkeiten mit, wie zum Beispiel eben, dass ich diese Spielzeit auch irgendwie herstellen muss. Und manche Spielprinzipien eignen sich dafür garantiert sehr viel besser als andere. Das heißt, bei denen ist es dann weniger schmerzhaft. Aber wäre ein League of Legends wirklich nicht ein besseres Spiel, wenn zum Beispiel eben nicht hunderte von Helden existieren würden, die alle irgendwie gebalanced werden müssen, wie auch immer das herstellbar ist, sondern wenn eben das Ganze über diesen einmaligen Eintrittspreis funktionieren würde und es gäbe eine überschaubarere Anzahl von Figuren, die aber dann mir entsprechend alle zur Verfügung stehen und denen entsprechend auch besser aufeinander abgestimmt werden können, weil nicht die Notwendigkeit besteht, immer wieder neuen Content in dieses System reinzuspeisen. Ja, der Fehler liegt ja daran, dass League of Legends nur auf den Helden monetarisiert, ja, und immer wieder neue Helden hat dann einen Effekt, nennen wir Diminishing Returns. Das heißt, ob du jetzt 200 Helden oder 250 Helden hast, macht dann den Kohl nicht mehr fett. Und dann kommen sie in Probleme, ihre Umsätze zu steigern. Das liegt dann aber eher am Fehler von dem League of Legends Prinzip.
ich kann dir Folgendes sagen, ja. League of Legends war vorher ein Premium-Titel. Es erinnert sich nur keiner dran. Du musstest nämlich Warcraft 3 kaufen und das Add-on runterladen. Und das hieß Defense of the Ancients, wenn du dich daran erinnerst. Das hat einen Bruchteil der Spieler, wie es League of Legends heute hat. Und da sieht man, dass man mit Free-to-Play, dadurch, dass es umsonst ist, eine viel höhere Reichweite erzielt. Und auch eine größere Fairness, weil dann Leute, die sich normalerweise solche 60-Euro-Spiele nicht leisten können, auch das Spiel spielen können. Mhm. Also sicherlich bedingt sich das eine, ja? Nur, dass wir nicht an der Vorbeireden, weißt du, es ist, ich glaube, also erstens, was ja schon Jochen gesagt hat, ne, es bestreitet ja keiner, dass das wahrscheinlich aus einer Business-Sicht Sinn macht, und ich glaube, es bestreitet auch keiner, dass das vielleicht unterm Strich, weil du vorhin das Geben und Nehmen erwähnt hast, dass das für den Kunden ein Deal ist, den er dann gut findet oder genauso gut findet, weil er zum Beispiel eben kostenlos daran teilhaben kann. Aber so aus dieser reinen Perspektive ist ist der Spielinhalt tatsächlich besser, ja? Also zum Beispiel auch sowas wie Pacing im Rahmen eines Progressionssystems. Ist das maximiert darauf, dass es am ideal funktioniert? Sagen wir so, wenn ein Premium League of Legends oder ein Premium Hearthstone, wie wir es eben angesprochen haben, besser monetarisieren würde von der Business-Seite her, hätte es jemand schon gemacht. Auf der anderen Seite, ja, ich stelle mich mal jetzt auf die User-Seite, die User bestimmen mit ihrem Geldbeutel. Ja, das ist ganz klar. Wenn die User alle GTA 5 kaufen, dann ist GTA 5 einer der bestverkauften Spiele aller Zeiten. Und die User haben gewotet, es ist eines der bestverkauften Spiele aller Zeiten. Wenn GTA 5 schlecht gewesen wäre, hätte es sich bei weitem nicht so gut verkauft. Die wählen mit ihrem Geldbeutel. Und wenn man jetzt das Gesamtmarktumfeld weltweit anschaut, ja, dann haben die Leute sich dafür entschieden, 60% des Gesamtmarktumsatzes Free-to-Play ist das bessere Geschäftsmodell. Haben sie einfach das gesagt. Das ist klar. Aber wenn wir eine Qualitätsdebatte führen, weißt du, ist die Bildzeitung die Qualitätszeitung, weil sie die meisten Einheiten verkauft. Nein, ne? Aber es ist so, dass wenn das Konkurrenzumfeld groß wird, werden die Spiele besser, weil die schlechten rausfallen. Weil die Leute auf Qualität stehen und dementsprechend dorthin gehen. Und es haben schon viele Leute versucht, League of Legends an Karren zu pissen, und es haben alle nicht geschafft. Es sind alle wieder weg. Jetzt kannst du dir mal die Frage stellen, warum? Ja, warum kriegt man League of Legends von seinem Thron nicht runter? Das liegt sicherlich auch an einem starren Spielprinzip, was sie aufgebaut haben und wie das Spiel funktioniert. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass League of Legends ewig braucht, die Helden freizuschalten. Es gibt Leute, die fangen an und haben nach ein paar Monaten alle Helden freigeschaltet und die haben keinen Cent ausgegeben. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass es irgendwie deswegen langsamer gemacht worden ist, ja. Und es ist ja so, dass die Leute das Spiel spielen, weil sie Spaß am Match haben und nicht, weil sie Spaß haben, 200 Helden zu haben. Und es gibt sicherlich Spiele, die leiden ein bisschen drunter, weil sie am Anfang nicht so viel Content haben, die dann die Friction-Schraube, wie wir sie nennen, anziehen. Sprich, es dauert ewig, ein Level zu machen und so weiter. Aber was die dann erleben ist, dadurch, dass der User das dann auch als quälend erfindet, dann geht der User einfach und spielt ein anderes Spiel. Das heißt, ein Free-to-Play-Spiel muss von der Qualität her so hoch sein, dass der Spieler auch dabei bleiben will, weil er kann jederzeit gehen, weil er auch nichts investiert hat. Wenn ich jetzt in den Laden gehe und 60 Euro ausgebe, dann bin ich ehrlich gesagt bereit, durch mehr Qualen zu gehen, dass dieses Spiel mir endlich gefällt, als wenn ich nichts ausgebe. Wenn ich nichts ausgebe, bin ich morgen weg. Oder nächste Minute, ja. Aber so ein Spiel für 60 Euro, was ich mir hinstelle, ja, da probiere ich doch fünfmal, ob mir das gefällt. Ist mir bei Dark Souls so passiert, ja. Ich habe Dark Souls dreimal gekauft. Auf Steam, auf Konsole und auf Switch. Und ich habe es oft probiert, damit mir dieses Spiel gefällt, ja. Aber ich bin einfach zu blöd dafür. Und diese Quälerei hätte ich mir mit dem Free-to-Play-Spiel nie angetan. Okay, das Spiel ist dazu da, den Spieler zu quälen. Ja, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Man möge mir verzeihen, wer Dark Souls-Fan ist. Aber das ist so diese Wahl, die man hat. Das heißt, umgekehrt gesagt, wenn der Spieler, weil er nichts investiert hat in das Spiel, außer vielleicht ein bisschen Zeit, einfach von jetzt auf gleich geht, wenn ihm irgendwas nicht gefällt, dann muss das Free-to-Play-Spiel besser sein, damit der Kunde daran Spaß hat. Und wenn du jetzt Spiele anschaust, wie in Fortnite, ja, die hunderte Millionen von Leuten haben, die dieses Ding spielen, dann muss das Ding doch geil sein. Es kann mir niemand erzählen, dass Fortnite ein Scheißspiel ist. Die machen 500 Millionen Umsatz nur auf iPhone. Oh mein Gott, muss Fox News geile Nachrichten machen. Ja, wer spielt den Shooter auf dem Phone? Ja, das ist die Frage, die gesamte Mobile-Industrie sich seit 2, 3 Jahren gestellt hat. Und es haben viele versucht, Shooter auf dem Phone zu bringen. Und irgendwann haben sie alle gesagt, es spielen die Leute einfach keine Shooter auf dem Phone. Das funktioniert einfach nicht. Und dann kommt so ein Fortnite daher und hat da ein paar Dutzend Millionen Spieler auf dem Telefon.
Also es geht alles, wenn man nur weiß, wie und man kann einen Weg finden. Aber es soll ja hier auch keine Debatte sein zwischen Free-to-Play und AAA, ja? Sondern die Debatte heißt eigentlich, ist Game-as-a-Service das zukünftige Modell? Egal, ob du ein Premium-Modell machst, wie ich zahle jetzt hier 30 bis 60 Euro im Jahr und kriege dafür alles umsonst, oder ich habe hier ein Free-to-Play-Spiel, das ist komplett umsonst und ich kann mir dann diese zusätzlichen Inhalte zahlen und wie viel Geld ich ausgebe, das ist dann meine Wahl und nicht mehr jemand anders seine Wahl. Und da muss ich ganz klar sagen, dass große AAA-Releases ohne Game-as-a-Service kaum noch eine Überlebenschance haben, weil die Entwicklung inzwischen so teuer ist, dass das Risiko, das man eingeht, abgefedert wird, wenn man durch Game-as-a-Service eine zweite, eine dritte, eine vierte oder vielleicht auch eine fünfte Chance hat, das Spiel gut zu machen, dass es Reichweite erzeugt. Und es gibt viele Spiele da draußen, die kommen raus, die Presse klatscht das Ding ab mit 60-70% Wertung, die User sind nicht so zufrieden und ganz klar und heimlich servicen die Leute das Spiel und dann irgendwie nach ein, zwei Jahren kommt irgendein Pressrelease und die sagen, oh, wir haben 12 Millionen Spieler. Das wird dann leider nicht so an großen Nagel gehängt, weil das Spiel ist ja alt, ist ja nicht mehr so interessant, drüber zu reden. Und davon gibt es einen Haufen Beispiele da draußen. Und deswegen ist Game as a Service eigentlich das sag mal, Geschäftsmodell, das man verfolgen sollte. Welches Finanzmodell man dann oben drauf tut, ob es komplett umsonst ist mit Microtransaction oder ob das Ding hier so eine Art verdecktes Abo-Modell ist, wie man immer das nennen will, das hat er dahingestellt und ich glaube, das ist auch sehr spezifisch oder abhängig vom Genre und wie das Spiel aufgebaut ist. Aber ich muss noch mal kurz zurück. Ja. Ich muss noch mal kurz zurück, sonst kommen wir zu weit weg. Nämlich von der, weil ich das total interessant finde und ein bisschen einseitig, wie du es gerade geschildert hast. Nämlich einerseits hast du ja, muss ich dir wieder recht geben, natürlich bei der Sache, wo du gesagt hast, die Einstiegshürde ist geringer. Klar, wenn ich ein Spiel für 60 Euro ausgebe, dann sage ich, boah, ich habe 60, wenn ich ein Spiel für 60 Euro kaufe, sage ich, boah, ich habe 60 Euro ausgegeben. Das muss mich jetzt schon fesseln. Und wenn es mich nicht fesselt, dann probiere ich es halt doch noch mal irgendwie reinzukommen, weil ich habe diesen Anfangsinvest. Aber es ist ja nicht so, als hätten Free-to-Play-Spiele oder Games as a Service, also diese klassischen, auf Dauer spielbar angelegten Dinge, kein Investment. Die haben sogar vielfach ein wesentlich höheres und wenn man es umrechnet, sogar ein höheres monetäres Investment, nämlich ich muss das Wochen oder Monate spielen, um irgendwie zu einem effektiven Punkt zu kommen. Klar, ich kann am Anfang sagen, erst zwei Missionen finde ich doof, ich lade ein anderes Free-to-Play-Spiel runter, aber wenn ich mal eins habe, was mir gefällt, dann zwingt es mich durch Daily Quests, durch Weekly Quests, durch all solche Sachen, jeden Tag, also erstmal zwingt dich erstmal gar nicht, ja. Und du hast eben gesagt, ich muss gewisse Dinge tun, damit ich an einen gewissen Punkt komme, ja. Ja. So, jetzt lass uns mal über diesen Punkt uns unterhalten, ja. Ein AAA-Spiel willst du durchspielen in den Red Dead Redemption die Credits sehen, ja. Das ist der Punkt, den du erreichen willst. Glaub mir, laut den Statistiken, weniger als 20% der Leute machen das überhaupt. Das ist mir klar. Das ist übrigens auch nicht das, was ich erreichen will. Bei einem Free-to-Play-Spiel gibt es diesen Punkt nicht, den man erreichen will, weil diese Dinger sind angelegt, endlos gespielt zu werden. Da muss jeder seinen eigenen Punkt finden, den er erreichen will. Und glaub mir, dass dieser Punkt ist für jeden User verschieden. Ja? Der eine will der Größte sein, der andere will der Mächtigste sein, der Dritte will der Berühmteste sein, der Vierte will einfach nur ein Arschloch im Spiel sein und der andere will einfach nur seine Ruhe haben und vor sich hin werkeln. Das sind alle Spielertypen, die da sind und jeder nimmt seine eigenen Ziele und versucht sie zu verfolgen und das Spiel gibt einem diese Möglichkeiten, das zu tun. Und das ist der Kern von einem Free-to-Play-Spiel, dass es eben jedem seine Ziele selbst definieren lässt und dann kannst du dahin laufen. Du musst nicht die Daily Quests alle machen. Klar, du kriegst mehr Belohnung, wenn du sie machst, aber du dich zwingst keiner wenn ich, dafür. Nein, das stimmt aber nicht. Wenn ich einen Hearthstone zum Beispiel nehme, wenn ich dort nicht meine grindy, daily, weekly und so weiter Quests habe, werde ich nie in irgendeiner Form ein Deck zusammengestellt bekommen, außer ich gebe Geld aus, mit dem ich irgendwie eine Chance habe, gegen irgendjemanden zu gewinnen, der nicht gerade genauso wie ich irgendein Starter-Deck hat. Also dass hier natürlich der in vielen von, ich will nicht sagen in allen, es gibt Beispiele wie jetzt in Path of Exile oder so, die das wirklich sehr, sehr ausklammern, das Ganze. Aber in sehr vielen von denen, von dir als positiv genannten Beispielen, ist es schon so, wenn ich das Spiel länger als ein oder zwei Runden mal spielen möchte, muss ich erhebliche Zeit investieren, um überhaupt gerade in den kompetitiven Spielen, nimm den World of Tanks oder so, was ich dort investieren muss, um nur halbwegs wettbewerbsfähig zu sein, ist entweder fast genauso viel Geld, wie ich für das Spiel ausgeben würde, wenn es ein Vollpreisspiel wäre, oder so viel Zeit, dass wenn ich in der Zwischenzeit einen Nebenjob machen würde, ich mir 5 Vollpreisspiele leisten könnte. Genau. Geld gleich Zeit. So einfach ist das. Und das Spiel zwingt dich nicht dazu. Das ist deine eigene Entscheidung durch deinen Ehrgeiz, dass du unbedingt gewinnen willst, ja, dass du da diese Daily Quests machen willst.
Und jetzt beschwerst du dich gerade, dass ein Spiel, was komplett umsonst ist, von einem großen Team mit viel Liebe und mit viel Aufwand ins Netz gestellt, dass die von dir wollen, dass, wenn du was umsonst von denen haben willst, nämlich ein neues Kartenpack, du bitte ein bisschen Zeit investieren darfst. Darüber beschwerst du dich gerade. Und als Entwickler, ja, würde ich dann einfach sagen, du bist einfach nur frech. Weil wir schenken dir hier was, ja, und du bist noch nicht mehr bereit, hier 10 Minuten da deine Quests zu machen. Okay, das sagt kein Entwickler, ja. Aber klar sind Daily Quests Methoden. Wenn du was haben willst, dann sollst du bitte auch Zeit investieren. Wenn du die Zeit nicht investieren willst, hast du die Methode entweder du verlierst Progressionsgeschwindigkeit, ja, oder alternativ, du kannst auch Geld ausgeben, dann sparst du dir die Zeit. Das ist genau so, wie Free-to-Play funktioniert. Zeit gleich Geld. Hast du die Zeit, brauchst du nichts ausgeben. Hast du keine Zeit, kannst du das mit Geld kompensieren. Und das ist wunderschön, ja, weil wenn du jetzt mit Freunden spielst, ja, davon haben 2 Kinder und der dritte hat Nacht- und Tagschicht und der vierte ist auf Hartz IV und hat einen ganzen Tag Zeit, ja, der wird euch davonrasen und mit dem könnt ihr gar nicht zusammen spielen, ja. Und die 2 Daddys mit ihren Kindern, die geben halt im Monat 30, 40, 50 Euro für das Spiel aus und können mit ihm standhalten, damit sie immer noch mit ihm zusammenspielen können. Das ist das Schöne an Free-to-Play, dass das möglich ist. Das ist in einem rein AAA-Spiel, wo du die Progression eben nicht skippen kannst, ist das nicht möglich. Also wenn ihr jetzt hier, Ganz kurz, aber da bricht natürlich aber auch so ein bisschen dieses schöne Bild, ne, vom Win-Win zwischen Kunde und Entwickler zusammen. Weil zumindest für diejenigen, die eben nicht in der Lage sind, diese Zeit aufzubringen, ist das, was anfangs so viel günstiger war, was kostenlos war, jetzt im Gesamtinvest erheblich teurer als die Einmalinvestition von 60 Euro. Ja, wenn es nur um Geld gehen würde, stimmt das. Ist es aber nicht. Es geht hier um Unterhaltung und den Wert der Unterhaltung und ob der Kunde da interessiert ist, für diese Unterhaltung laufend Geld auszugeben. Und hier ist der Witz dabei, ja, wenn diese Free-to-Play-Spiele funktionieren und die Leute spielen das über Jahre hinweg, dann ist das für sie kein Spiel mehr, sondern es ist für sie ein Hobby geworden. Und für dieses Hobby geben sie Geld aus. Und das machen die auch gerne. Die beschweren sich nicht darüber, ja. Und das ist, ich weiß nicht, das kann man vergleichen mit vielen anderen Hobbys auch, wo man viel Geld ausgibt, ja. Ich meine, ich sammle meine technischen Gadgets hier, die ich hier vor mir liegen habe, und gebe dafür Geld aus, ja. Einer von euch mag noch Vinylplatten sammeln und gibt dafür 50 Euro im Monat aus, um die neuesten Releases zu kaufen oder alte aufzukaufen. Der dritte sammelt Science-Fiction-Romane. Der vierte spielt Golf und muss immer die neuesten Golfschläge und Bälle haben und gibt dafür ein Vermögen aus. Ja, da gibt es viele Hobbys, wo die Leute ihr Geld dafür ausgeben. Und deswegen ist es ja auch so, dass die meisten Free-to-Play-Spiele Online-Spiele sind, weil die, dadurch, dass sie massive online oder semi-online sind, eher dazu geeignet sind, zum Hobby zu werden, als Spiele, die man kurz zockt und dann weggeht. Das ist übrigens auch, jetzt nur als mal ein Argument zu finden, der Grund, warum Battle Royale so erfolgreich ist. Wir haben doch, wenn wir jetzt mal die Battlefields anschauen, ja, seit Battlefield 2 und 3 muss man ja wahnsinnig viel Zeit investieren, um alle Waffen und Perks und Mods und keine Ahnung was freizuschalten, um überhaupt, wie Jochen sagte, kompetitiv überhaupt irgendwo mal ein Ende zu sehen. Ja. Das Gleiche ist dann in Call of Duty drin gewesen und in vielen anderen Spielen. Man muss in diese Spiele viel Zeit investieren, bevor man alles freigeschaltet hat. Aber ich habe es doch bezahlt. Aber das ist ein anderes Argument. So, und dieses Investment, was da drin ist, das hat die Leute gefesselt und das fanden sie auch geil. Aber sie wollten irgendwie auch mal einen Ausgleich haben. Und dieser Ausgleich kommt mit Spielen, die immer ein Komplett-Reset durchführen bei jedem Match. Und das ist eben Battle Royale. Ja, da springt jeder nackisch in die Arena und alles, was du brauchst, kannst du sammeln. Und ganz am Schluss, wenn der Score rüberkommt, ja, ist alles wieder weg. Das ist genau das, was die Leute als Gegenpol brauchen. Und das wird im Free-to-Play-Bereich sicherlich auch noch größer werden, auch in anderen Genres, nicht nur jetzt im Shooter-Bereich, das ist nur der Anfang. Aber da kommt das her, ja. Dieses Investment ist auch in den AAA-Spielen immer größer geworden, dass ich reintun muss, um Spaß zu haben, um da überhaupt ein Ende zu sehen. Und mir ist das erste Mal in Battlefield 3 aufgefallen, ja, wie viel ewig Zeit man braucht, bevor mein Medic jemanden reviven kann, ja, oder bis meine MP5 endlich mal geil ist, ja, und dann war die geil und groß ausgebaut und habe ich die nächste Waffe bekommen und durfte von vorne anfangen. Und ich habe doch dafür komplett schon bezahlt. Und das ist halt so diese Trends, die da und Gegentrends, die da draußen vorhanden sind. Es ist halt so, dass die momentane Zeit, wenn man die Spiele mal anschaut, ist so, dass alles immer kurzlebiger wird, ja. Also wir sind auf diesem Quick-Snack-Niveau angekommen, ja. Das sieht man an Snapchat, das sieht man an Twitter, das sieht man an vielen anderen Sachen. Immer diese kurzen Schnipsel, die man überall nur hat.
Und diese Spiele, die einem richtig ewig lang fesseln, werden vielleicht eine riesen Konkurrenz bekommen durch Spiele, die es irgendwie schaffen, einen lange zu fesseln durch Quicksnacks. Und da zähle ich Battle Royale dazu. Ja, man kann einfach mal kurz in Apex oder Fortnite in der Arena springen, Spaß haben und nach 20 Minuten ist alles vorbei. Und man hat aber kein Investment gemacht. Ja, man hat da keine Gilde, die einem sagt, heute Abend um 8 legen wir den Boss. Man hat da keine neue Waffe unlockt, die man erstmal leveln muss. Ja, man gar nichts. Ja, das ist einfach nur alles wieder von vorne. Wie cool ist das denn? Und das finde ich so faszinierend von meiner Game Designer Sicht her jetzt, ja, dass dieser Gegentrend eine viable, also überlebensfähig geworden ist. Die Leitplanken, innerhalb des, deren solche Service-Games entstehen können, die sind aber doch gefühlt dann trotzdem noch mal ein bisschen enger als jetzt bei den klassischen AAA-Titeln. Insofern, als dass man eben bestimmte Voraussetzungen noch mal zusätzlich hat. Also Gemeinsamkeiten sind ja inzwischen zum Beispiel sowas, wie, was du auch beschrieben hast. Also ich glaube, auch ein AAA-Titel sitzt heute da und sagt so, ja, wir müssen hier mindestens 3 von 4 von diesen Spielertypen vom Richard Bartle oder wo auch immer sie sich orientieren, unterstützen, damit wir einen möglichst breiten Appeal haben und ähnliches. Also das ist ja auch sehr, schon sehr viel rübergeblutet, weil AAA-Entwicklung eben, weil sie so teuer ist, eben auch schon, sag ich mal, ziemlich viel an Begrenzungen und an Limitierungen mitnehmen muss. Aber dann hast du jetzt eben zusätzlich durch diese Lauflänge, die gefordert ist, eben diese Menge an Content. Und das wird dann halt bestimmte Dinge ausschließen. Ne? Also wir haben bei sowas gesehen, wie, keine Ahnung, jetzt Star Wars The Old Republic vielleicht als Ausnahme mit einem Fragezeichen dran, aber sowas wie narrativer Content ist auf jeden Fall schwierig. Wird man in aller Regel vielleicht nur benutzen, um die Leute zur Tür reinzukriegen? Ja, würde ich jetzt nicht sagen, weil es gibt ja auch da inzwischen neue Technologien, die das viel einfacher machen. Ja, also wenn man da jetzt sieht, dass Gesichtsanimationen von künstlicher Intelligenz gesteuert werden kann und die künstlich erzeugte Sprache, die rein nur von Text ist, kann inzwischen sehr gut gesprochen werden durch künstliche Intelligenz. Also da gibt es schon viele Dinge, die das viel einfacher machen werden. Ja, und wenn man da jetzt mal so riesen narrative Designbrocken sieht, ja, da muss man sich ja nur God of War anschauen. Das hätte ein normales Studio oder ein normaler Publisher nie entwickelt, so ein Spiel. Aber nichtsdestotrotz, Sony hat einfach gesagt, wir brauchen einen Leithammel für unsere PlayStation 4 und deswegen machen wir God of War. Und das Ding ist halt schon ganz schön mega geil geworden, ja, dadurch, einzigartig. Aber so ein Ding als normales AAA oder als Free-to-Play-Spiel ist halt schon schwierig. Wenn du aber dann mal anschaust, wie viel gesprochene Lines und wie viel Animationen und Actor-Geschichten und so weiter in so einem Assassin's Creed drin sind, das ist ganz schön der Hammer, ja. Also wenn du mal die Teamgrößen vergleichst, ich weiß, God of War, das Team waren ein paar Dutzend, weiß nicht, 100 Leute, 100, ich weiß es nicht, aber halt 4 Jahre lang gearbeitet. Bei Assassin's Creed sitzen, wenn du so alle unique zusammenzählst, über 3.500 Leute dran. Und das muss man sich mal reinziehen, was für ein Volumen das inzwischen gebracht hat. Aber ich glaube, dass wenn da ein Bedarf ist, dass man narrative Elemente auch in Free-to-Play-Spiele reinbringt, dass es dann Technologien geben wird, wie das günstiger herzustellen ist. Und ich habe schon einige Sachen gesehen, die mich vom Sockel gehauen haben, ja. Und eine menschliche Figur, die ist komplett animiert, auch das Gesicht, ja, also wirklich, die läuft rum, die macht, die hebt Sachen auf und so weiter. Und da war nicht ein Animator dran, sondern das hat eine KI gelernt, wie dieses Ding zu steuern oder zum Laufen zu bringen ist, damit es sich umfällt. Und das ist schon super faszinierend, sowas, ja, dass sowas dann kommen wird. Und das werden wir dann irgendwann umarmen und dann auch verwenden. Und dann hast du auch ganz tolle, lange narrative Elemente drin. Und wenn du dann mal asiatische Spiele anschaust, Free-to-Play, die haben riesen narrative Geschichten drin. Aber das liegt auch daran, dass da halt 1.000 Leute an so ein Spiel setzen. Okay, aber trotzdem so prognosenmäßig, ich stelle mir vor, so das klassische AAA-Spiel, soweit das noch existiert oder sowas, das wird dann halt wahrscheinlich weiter existieren, halt nur eben vielleicht so als jetzt vergleichsweise Nische. Vergleichsweise Nische, wenn man den Gesamtweltumsatz anschaut, aber wir werden in 5 Jahren immer noch ein Call of Duty sehen, ja, oder ein Battlefield. Ja, ja. Es gibt auch eine AAA-Abstufung, ja. Das, was momentan sichtbar ist am Markt, ist, dass es 2 Schienen gibt. Es gibt diese riesen Megaproduktionen, ja. Also wenn wir sie sehen, God of War und ein Call of Duty und so weiter. Und dann gibt es dann die relativ kleinen, überschaubaren Indie-Teams, die aber trotzdem hochqualitative Software rausbringen. Das Mittelfeld ist das, was momentan Riesenprobleme hat.
Das wird, sagen wir mal, nicht sterben, aber wird erstmal ein großes Loch machen, bis die dann ihren Weg gefunden haben, doch sich am Markt zu behaupten. Und Mittelfeld heißt, wenn du über 2 Jahre hinweg, sagen wir mal, 100 Leute ans Spiel hast, bist du schon ein mittelgroßer Entwickler. Die haben momentan, es ist extrem schwer, Spiele zu machen. Und im Indie-Bereich ist es am Rocken, ja. Wenn du da mal schaust, was für hochqualitative Geschichten da teilweise kommen, da fällt man teilweise rückwärts um, ja. Pray to Gods, ich weiß nicht, ob du das angeschaut hast. Das ist Shadow of the Colossus von 2 Leuten gemacht, ja. Und das schaust du dir an und sagst, boah, wie geil ist das denn? Sowas wird immer mehr kommen. Und dann halt die Großproduktion. Und das kann man vergleichen. Das ist in Hollywood ähnlich passiert, ja. Da gab es die Indie-Movies und die ganz großen Blockbuster und dazwischen war nichts, bis irgendjemand dann die Lücke gefüllt hat. Und ich glaube, so was Ähnliches werden wir jetzt auch haben. Die großen Publisher, sagen wir Activision, Ubisoft und EA, werden sich an neue Modelle gewöhnen müssen, auch bei den neuen Konsolen, und werden unter Druck geraten. Unter Druck heißt es nicht, dass sie weniger verkaufen, sondern unter Druck heißt, dass sie nicht mehr verkaufen als vorher. Also so diesen Sättigungsgrad zu umgehen. Und wir werden sicherlich noch mehr große AAA Free-to-Play-Spiele erleben, die irgendwie von jetzt auf gleich 10, 20, 100 Millionen Leute anziehen. Wenn jemand diese magische Essenz gefunden hat, wie man so ein Spiel in Free-to-Play übersetzt. Ja, das ist nämlich auch nicht so einfach. Und die Gemeinsamkeit, die sie haben, ist erstmal, dass diese Spiele nicht mehr Fire and Forget sind, wie es damals war. Ja, man bringt ein Spiel raus, wenn es sich gut verkauft hat, macht man ein Sequel. Wenn es sich schlecht verkauft hat, schmeißt man es weg. Sondern die werden alle gepflegt. Und das ist ja auch gut für den Kunden. Und wenn die Pflege nach 3, 4, 5, 6 Monaten zeigt, dass man nicht mehr verkauft, dann wird auch die Pflege eingestellt. Und dass die meisten von diesen Spielen mehr oder weniger online sind. Wie ist denn da, kann man sich dem entziehen? Also wenn wir uns mal ein Bethesda uns anschauen und solche Produktionen wie in Elder Scrolls. Also bislang, ne, man hat immer so das Gefühl, die haben eine Zeit lang ja auch da gesessen und gesagt, so hier, guck mal, wir machen noch die Singleplayer-Spiele und so. Kann man sich das als Bethesda weiter leisten? Oder ist jeder irgendwann gezwungen, in diese Richtung abzubiegen, wenn er Produktion in der Größe von einem Elder Scrolls machen will? Ja gut, sie haben es ja probiert, ne? Fallout 76. Genau, und sie haben ja auch ein Elder Scrolls Online und so, also die Marke zumindest in diese Richtung war geschoben. Aber ja, wenn wir jetzt schon an die nächste Konsolengeneration denken. Elder Scrolls Online ist ein gutes Beispiel, ja. Das war ja ein Misserfolg, als das rauskam, und ist inzwischen ein Riesenerfolg für Bethesda. Du kannst mir mal einen Gefallen tun und einfach mal das Spiel nochmal von vorne spielen, Elder Scrolls Online. Geh einfach mal rein und spiel das. Das Ding ist richtig geil geworden. Und das liegt halt an Game as a Service. Bethesda hat das schon gelernt, ja, wie man das macht. Die Frage ist jetzt, wer messen Fallout nimmt, ja, das ist so, oder nimmt man Skyrim, ja, eine der meistverkauften Rollenspiele, die sie überhaupt mal gemacht haben. Haben die ein Interesse dran, ein Skyrim zu machen, was diese Online Games as a Service Geschichten hat, ja oder nein? Der User, der Skyrim so oft gekauft hat, glaube ich, ist nicht kompatibel damit. Also die würden sich keinen Gefallen tun, jetzt ein Skyrim zu machen und zu sagen, kauf dir einen Season Pass und dann kriegst du irgendwie alle paar Wochen kriegst einen neuen Wald freigeschaltet. Das, glaube ich, wird da nicht funktionieren. Skyrim ist durch die Userbasis groß geworden, durch die ganzen Mods und keine Ahnung, diese ganzen Geschichten. Und deswegen haben sie davon 10 Millionen verkauft. Das wäre blöd, dieses Businessmodell wegzuschmeißen, nur weil man Game as a Service drauf macht. Das kann man dann für ein neues Spiel machen. Oder sie machen es wie Rockstar, die ja ihr Game as a Service quasi ausgekoppelt haben. Ne? GTA Online, so als separaten Titel. Und das Ur-GTA 5 sozusagen, das ist das, was der Kunde erwartet hat. Und das Game as a Service sozusagen, das war dieses separate Ding, das auch mit einem Monat Versatz oder so erschienen ist. Genau, und das ist auch okay so. Das ist auch ein gutes Modell, weil man dann in dem separaten Modus, den man verkauft, der übrigens nur mit dem Originalspiel weiß, dann Dinge tun kann, die das Originalspiel nicht zerstören, ja, wie wenn man Lootboxen reinmacht oder Free-to-Play-Geschichten oder man verkauft Currencies oder so ein Zeug. Ich finde es super interessant, ich kenne einige Leute, die an GTA 5 mitgearbeitet haben, und da war dieser Online-Modus, der danach kam, war immer so stiefmütterlich behandelt, ja. Ja, wir machen da irgendwie dieses Ding da, ja, wird aber nichts taugen, wird dann irgendwann eingestellt. Das ist einfach nur für uns ein interessantes Experiment, wie man Online-Spiel überhaupt in GTA 5 reinbaut. Inzwischen macht das Ding ja irgendwie 5, 6, 700 Millionen Umsatz im Jahr, also nur der Online-Teil, nicht GTA 5. Da sieht man mal, wie sowas einem um die Ohren fliegen kann, wenn es erfolgreich wird. Und ich habe letztens begeisterte GTA 5 Online-Spieler getroffen und habe die mal so gefragt, wie sie so spielen, ja. Und die interessanteste Geschichte, die sie mir erzählt haben, ist, dass beide hatten, ich glaube, 8 oder 10 Kopien von GTA 5 zu Hause. Da habe ich gesagt, was, wieso brauchst du nur 10 Stück davon?
Ja, weil hier und da gibt es die dann angeboten, ja, für 19 Euro oder sowas, bei Saturn oder wo auch immer. Und da kriegst du ja so einen Coupon-Code und da ist 1 Million Credits drin. Und deswegen kaufen sie mehrere Kopien von GTA 5. Also Teile der 100 Millionen Verkaufen, die sie da haben, sind alle an dieselben Leute gegangen, weil die dann die Credits billiger kriegen als in-game. Das fand ich schon mal witzig. Generell ist das eine gute Methode, die Game-as-a-Service-Kosten separat zu halten vom Kernspiel. Und dann kann man aber den Gedanken noch ein bisschen weiterspinnen. Ja, warum haben die dann überhaupt noch ein GTA 5 gemacht? Warum nicht gleich GTA Online? Aber ich muss mal kurz was einhaken, nämlich was die Zahlen angeht. Ich will nur, dass ich die auch in meinem Kopf. Wenn du sagst, 60% des Games-Marktes weltweit sind mittlerweile Free-to-Play, dann ist dort Asien drin und da ist da Mobile drin, oder? Ja, natürlich. Okay, also können wir quasi von den 60% über die Spiele, die wir jetzt reden, können wir davon mindestens mal 50% wieder abziehen, weil das Spiele sind wie Mobile, wo nur Free-to-Play funktioniert und wir über ganz andere Spiele reden, oder über Asien, wo es einen gewaltigen Free-to-Play- und Mobile-Markt gibt, der gar nicht kompatibel mit Europa und Nordamerika ist in vielerlei Hinsicht. Oder? Weil, Ja. wenn wir dann drüber reden, jetzt habe ich einfach mal geguckt, einen Warframe haben wir als Beispiel genommen für ein super erfolgreiches Free-to-Play-Spiel, das es auch ist. Die 2018 im ersten Halbjahr 2018, Finanzhalbjahr 2018, hat die Muttergruppe von Warframe, also die Firma, der das gehört, einen Umsatz, also nicht einen Gewinn, sondern einen Umsatz von 108 Millionen US-Dollar gemacht. Jetzt steht echt ordentlich für ein Spiel und Warframe und so weiter, Free-to-Play, also aufs Jahr gerechnet etwa 200 Millionen Dollar Umsatz. Dafür steht ein EA oder ein Ubisoft aber nicht auf. Und dafür reden Du wir auch wirst bei dich einem wundern. Battlefield. Also ich würde jetzt mal sagen, mit einem Battlefield macht EA erheblich mehr Umsatz als die 108 Millionenchen von Warframe. Nein. Nicht? Nicht mehr Umsatz? Pass auf. Ein Battlefield macht bestimmt über 1 Milliarde Umsatz. Bestimmt. Das ist viel mehr, ja. Aber Warframe ist wie alt jetzt und wird noch wie alt werden? Das heißt, über 10 Jahre gesehen macht ein einziges Warframe mehr Umsatz als jeder einzelne Teil von Battlefield. Ja, aber dafür haben die auch 10 Jahre dran gearbeitet. Dann müsste ich auch 10 Jahre Entwicklung von Battlefield nehmen. Dann müsste ich Ja, zehn aber Battlefield nicht. oder fünf Battlefields Ja, haben. aber an Battlefield ist ein größeres Team dran als an Warframe Live Ops Team. Also das sind hier so Äpfel und Birnen, die wir vergleichen. Ja, du musst, um an Battlefield so viel Umsatz zu machen, musst du jede 1, 2 Jahre ein nagelneues Spiel rausbringen, was immer besser, immer größer, immer wilder ist. Ja. Und das kostet eine Menge Geld. Und dann noch das Risiko zu fahren, um diese 1 Milliarde Umsatz zu machen. Wenn du ein Free-to-Play-Spiel hast, ja, dann hast du ein übersichtliches Team und kannst damit jahrzehntelang jedes Jahr 100, 200 Millionen Umsatz machen. Und League of Legends macht 1 Milliarde Umsatz, ja, und eine World of Tanks genauso. Und das ist einfach, weißt du, ein Spiel zu pflegen und zu erweitern, ist einfacher, in Anführungszeichen, als sich ein neues auszudenken und das zum Erfolg zu bringen. Und deswegen, ja, da muss man aufpassen, was man mit was vergleicht. Wenn jetzt aber ein AAA-Spiel wie ein Battlefield rauskommt, 1 Milliarde Umsatz macht und noch 500 Millionen im Jahr macht als Game as a Service, wie es GTA 5 gemacht hat, dann sieht man da vielleicht ein Geschäftsmodell, wo man sagen muss, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ja, dass wir das so trennen und dass wir das genauso machen. Und wenn man dann die weltweiten Zahlen sieht und wenn du jetzt versuchst, Asien auszuklammern, ja, also wir machen inzwischen sehr gute Geschäfte in Asien, weil es endlich mal möglich ist, das zu tun, dann solltest du mal die weltweiten Umsatzzahlen anschauen, die 1,x Milliarden, oder kann er wie viel wir machen, 100 und, wie viel sind es, 118, 120, wurscht, 120 Milliarden als Beispiel, welcher Anteil davon überhaupt auf unsere AAA-PC- und Konsolenspiele fallen? Dann wirst du erschrocken sein. Das kann ich mir sogar vorstellen. Es ging mir jetzt im ersten Schritt auch nur, damit ich so die Zahlen einordne, weil natürlich ist es zu sagen, 60% des internationalen Spielemarktes ist Free-to-Play. Und wenn wir dann aber davon reden, dass von diesem Markt ungefähr wahrscheinlich mittlerweile so die Hälfte mobile ist, wo es halt de facto bis auf wenige Ausnahmen nur Free-to-Play gibt, darf einen die Zahl halt nicht wundern. Dann darf man die Zahl nicht wundern. Aber als Spielehersteller ist einem die Plattform eigentlich egal. Ja? Also wenn ich jetzt gute Spiele mache, ist das eine bewusste Entscheidung, auf eine gewisse Plattform zu gehen. Mobile hat den Nachteil, ich muss Free-to-Play machen. Wenn ich jetzt nicht Free-to-Play machen will, dann muss ich PC oder Konsole gehen. Und dadurch ist das Konkurrenzumfeld schon mal anders und die Mitstreiter und die Eigenschaften, die dieser Markt mit sich bringt, völlig anders. Da muss man dann gucken, wo man hingeht. Das Umsatzpotenzial auf Mobile ist natürlich gewaltig höher. Ja, es gibt Spiele, die machen über 1 Milliarde Umsatz jedes einzelne Jahr auf Mobile. Die kleinen Spielchen, die man sich runterladen kann, machen mehr Geld als Battlefield.
Und das jedes einzelne Jahr, ohne das dauernd neu rauszubringen, ja. Und da sitzen 15 Leute dran, das zu pflegen. Also, das kannst du dir ja mal so vergleichen. Aber dadurch ist das Konkurrenzumfeld viel höher, ja, weil es Zehntausende von Spielen gibt und Entwickler, die da drauf gehen. So, wenn ich mich jetzt als Business entscheide, hör mal zu, ich mache jetzt PC-Spiele, dann hat der PC ja nur, ich sage es mal, irgendwie 10-20% Marktanteil vom Gesamtumsatzvolumen. Das heißt, ich muss da in eine ganz andere Größenordnung denken. Und ganz klar, PC-Spieler ist ein sehr anspruchsvolles Publikum. Die sind auch verwöhnt, ja. Wenn du mal die Anzahl der Spiele anschaust, die es möglich sind, für 5, 10, 20 Euro zu kaufen, wie geil die sind. Und dann hast du noch diese Mega-AAA-Spiele, die da noch mit reinschneiden, ist das natürlich schon ziemlich schwierig. Also sagst du, okay, jetzt investiere ich mein Geld lieber in Konsolenspiele. Ja, aber da ist der Qualitätsmaßstab so hoch, dass du das erstmal schaffen musst, dahin zu kommen. Vor allem darfst du ja nur Konsolenspiele erstmal entwickeln, wenn du den Qualitätsmaßstab erstmal überhaupt geschafft hast. Sonst kommst du ja gar nicht drauf. Rechtzeitig. Also es ist nicht ganz so einfach, aber ich würde immer sagen, der Spielemarkt, der ist plattformunabhängig, das ist eigentlich völlig egal, ob ich jetzt auf dem Handy spiele, auf Konsole, auf PC, ist einfach nur eine Zeit- und eine Location-Frage. Ja, nicht jeder hat Zeit, sich für 3 Stunden in sein Büro zurückzuziehen, weil die Frau unten schimpft und sagt, du lässt mich gerade allein, ich will jetzt meine Serie gucken mit dir. Oder ob du auf dem Handy spielst, wo es dann möglich wäre. Oder ob du froh bist, dass du eine Ruhe hast und mal deine 5 Stunden hier in irgendwie Apex verbringst oder in einem Rollenspiel. Das ist ja jedem seine eigene Sache und es ist ja auch, sag mal, eine unterschiedliche Marktsegmentierung. Aber ich finde, man sollte Mobile nicht ausgrenzen, nur weil es Mobile ist. Für uns als Spieleproduzenten darf die Plattform keine Rolle spielen. Klar, das ist vor allem für unsere Diskussion sozusagen, ne? Also, ja, gesagt, also jetzt so, Mobile ist jetzt nicht das, womit wir uns im Kern befassen. Deswegen interessiert uns natürlich immer viel mehr das, was den. Aber wenn ich jetzt Free-to-Play anschaue, ja, sag mal, ich will ein Free-to-Play-Spiel machen und ich sage jetzt, ich möchte jetzt ein Free-to-Play-Spiel auf PC machen, ändert sich allein nur durch diese Aussage wahnsinnig viel, was du an Eigenschaften das Spiel einbauen musst oder was für Spiele du dir überhaupt erlauben kannst zu machen. Nur durch diesen Satz, ja. Also ich kann, ein Candy Crush kann ich auf PC nicht bringen. Damit machst du keinen Pfennig, ja. Das geht einfach nicht. Die Minimum Requirements, ja, die man in ein PC-Spiel reinbauen muss oder mitbringen muss an Qualität und an Fürsorgeumfang und Gameplay, sind schon enorm hoch durch das Konkurrenzumfeld. Und wenn ich kleinere Spiele machen will, bin ich auf Mobile besser aufgehoben. Aber da ist natürlich das Konkurrenzumfeld so groß, dass es schwierig ist, dass die Leute überhaupt mein Spiel entdecken. Ja. Und auf Konsole ist natürlich die technische Hürde sehr hoch, überhaupt, sag mal, dort reinzukommen als Entwickler, drauf entwickeln zu dürfen. Deswegen ist die Switch ja auch so abgegangen, ja, weil da sind die diese Einstiegshürden sehr, sehr klein, auch für Indies. Und da gibt es inzwischen, weiß ich nicht, gefühlte 1000 Indie-Spiele drauf. Und das Marktumfeld ändert sich halt laufend. Ja. Also wenn du jetzt ein Konsolenspiel entwickeln willst, dann machst du das ja jetzt nicht auf PlayStation 4, weil die Konsole, so blöd es klingt, ist vielleicht noch 1-2 Jahre profitabel und in 3 Jahren kannst du dann keine Spiele mehr rausbringen und großes Geld machen, weil da ist ja die PS5 schon draußen. Also sagst du dir, jetzt gehe ich mal zu Sony und sag, ich habe hier eine geile Spielidee und wir haben auch hier ein erfahrenes Team, wir wollen gerne für die PS5 entwickeln. Dann zeigen die dir erstmal die Tür zum Ausgang, ja? Weil da nur die rein dürfen, die exklusive Plattform-Seller ihnen geben. Ja, und so schwierig ist es dann halt. Das ist nicht, also als freier Entwickler, der kann man einfach nur PC und Mobile machen. Mehr geht nicht. Und dann hat man die Wahl, ja. Möchte ich ein Spiel machen, Fire and Forget, oder möchte ich ein Games-as-a-Service-Spiel machen, was schon mal schwierig ist, als kleiner Entwickler sowas zu machen. Oder will ich ein Free-to-Play-Spiel machen, was auch schwierig ist. Deswegen, also es ist einfach, Spiele zu machen und zu in den Markt zu bringen, es ist aber schwer, erfolgreiche Spiele zu machen. Wie ist denn jetzt überhaupt mit den Free-to-Play-Spielen? Jetzt haben wir darüber gesprochen schon, dass da vielleicht dann der initiale Aufwand ein bisschen niedriger ist, ne, weil die nicht technisch so unglaublich aufwendig sind und so weiter. Aber so ein bisschen auch mit der Perspektive in die Zukunft, wenn der Wettbewerb im Free-to-Play-Markt zunimmt, insbesondere auch in so einem gedachten AAA-Free-to-Play-Segment. Das heißt, dann wird ja auch dort wahrscheinlich so eine Spirale einsetzen, wo Entwicklungskosten steigen. Zugleich hast du bei Free-to-Play, und das würde mich auch mal interessieren, wie deine Perspektive darauf ist, theoretisch hast du bei Free-to-Play ja die Chance eines Totalverlusts, weil wenn es gar keiner spielt oder sowas, ne, oder hinter gar keiner bereit ist, dafür irgendwo in-game was zu zahlen, hast das Ding entwickelt, hast es rausgebracht und so. Bei den klassischen Titeln denkt man ja immer so, naja, ein paar Leute werden es schon kaufen.
Und wenn der Free-to-Play-Markt so sich so ein bisschen so in Richtung entwickelt, wie man das in den App-Stores dieser Welt sieht und so, hat man außerdem noch so das Problem, dass wahrscheinlich dann aber der Marketingdruck oder der der finanzielle Aufwand, um dieses Spiel sichtbar zu machen und diese initialen Spielerzahlen überhaupt da reinzukriegen, auch immer höher wird. Also gleicht sich das irgendwann auch wieder einfach an, sozusagen, dass man hinterher sagt, so, wir bezahlen halt initial jetzt unterm Strich genauso viel, so viel mehr Geld sozusagen dann hinterher, dass sich das gar nicht so stark unterscheidet? Also der Mobile-Free-to-Play-Markt ist ja schon relativ weit und da ist ja der Verdrängungswettbewerb schon ziemlich arg den spürt man ja schon. Und viele Leute sagen, ja, man kann im Mobile kein Free-to-Play-Spiel mehr rausbringen, ohne ein paar Millionen Marketing in die Hand zu nehmen, damit man das sichtbar machen kann. Und denen sage ich dann immer, du musst nur dann Millionen von Dollar in die Hand nehmen für Marketing, um dich sichtbar zu machen, wenn dein Spiel von selbst aus nicht sichtbar ist oder auf gut Deutsch gesagt, wenn dein Spiel scheiße ist. Das hören sie dann nicht so gern von mir, aber ich bin halt ein ehrlicher Mensch. Es ist halt so, dass bei Free-to-Play, dadurch, dass du relativ schnell an den Markt musst, damit du verifizieren kannst, ob das erfolgreich sein kann, gehen viele Entwickler den faulen Weg. Und der faule Weg ist, indem sie sagen, hör mal zu, ich habe hier einen Charakter, der braucht eine Progression, wie mache ich das? Auch in dem Spiel machen sie es so, komm, mach mal genauso. Und dadurch gleichen sich viele Spiele in gewissen Genres ein wie ein Ei dem anderen. Und das ist schlecht. Ja? Also schlecht für die Entwickler. Der Kunde, dem ist es wurscht, ja? Der spielt dann das Gute davon und die Schlechten nippeln irgendwo ab. Aber es liegt dann eher so an der Faulheit der Leute. Und bei Free-to-Play kommt es dann eher so auf die Positionierung an, ja, dass du eine Kombination aus Thema und Gameplay findest, wo die Leute sagen, boah, wie geil ist das denn? Und dann spielen sie das auch, ja. Also in Fortnite hätte vor 4 Jahren auch schon funktioniert auf Mobile. Und jetzt hat es halt letztes Jahr erst funktioniert, ja, weil sie es da erst rausgebracht haben. Aber damals hat noch keiner dran gedacht, so ein Spiel überhaupt zu machen, weil sie gesagt haben, es funktioniert nicht. Und sie haben alle Unrecht gehabt. Deswegen, ich glaube, das liegt einfach nur an der Qualität und an der Uniqueness, an der wie man so ein Spiel platziert und dass die Leute es geil finden, sich anzuschauen, ob Free-to-Play funktioniert. Klar, es wird einen Verdrängungswettbewerb geben hier und da, das ist aber auch gesund, ja, damit die ganzen faulen Motten da hinten runterfallen. Die Frage ist nur, wie schnell so ein Verdrängungswettbewerb passiert. Und auf Mobile, dadurch, dass die Eintrittsbarrieren gleich null sind, ist der Verdrängungswettbewerb schon voll am Laufen. Auf PC geht's eigentlich, aber auf Konsole, da wird er erst starten. Beantwortet das so die Frage? Ja, ich habe Raum gelassen, falls Jochen was sagen wollte. Er soll einspringen. Nein, der ist wahrscheinlich jetzt völlig geplättet, weil ich ihn als Illusionär hingestellt habe. Nein. Hey, ich bin gerne ein Illusionist, so wie David Copperfield und so. Siegfried und Roy, ich habe weiße Tüge. Lässt du die Freiheitsstatue verschwinden? Ja. Und bin ich eingeladen? Und einen Elefanten, du darfst draufsetzen. Verschwindest du zusammen mit dem Elefanten? Nein, ich finde die ganze Diskussion super, super spannend. Ich würde halt nach wie vor, ziehe ich mir halt den Illusionisten insofern nicht an, dass ich nach wie vor sehr vehement behaupten würde, dass es einen inhärenten Qualitätsunterschied gibt, was ja auch komisch wäre, wenn das nicht existieren würde, weil unterschiedliche Strukturen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und wenn du halt die ganze Monetarisierungsstruktur änderst, werden andere Spiele dabei rauskommen. Es wäre ja bescheuert, weil ich anders monetarisiere, aber da müssen wir nicht wieder zurück gehen, sondern was mich interessieren würde, um vielleicht nochmal auf so eine andere Tangente abzubiegen, ist, was sind denn aus deiner persönlichen, professionellen, beruflichen Erfahrung hinaus, was sind denn im Free-to-Play-Bereich die erfolgreichsten Monetarisierungsgeschichten? Denn das steht ja immer so ein bisschen dieser Elefant im Raum, der Wale, die dann irgendwie abgeschröpft werden sollen. Wenn man vor ein paar Jahren auf Entwicklungskonferenzen war, so GDCs und Co., dann konnte man sich förmlich vor entsprechenden Panels nicht retten, wo dann so war, ein wie man Wale fängt und Harpunieren der Wale leicht gemacht und so weiter und so fort. Wo man schon so als Beobachter auf die Idee kommen könnte, uiuiuiui, hier halten sich jetzt alle für Walfänger. Und überhaupt so der Begriff, der ja aus der Glücksspielindustrie kommt, der signalisiert schon, wie hier oder was hier plötzlich für ein Kundenbild im Spielebereich existiert. Das ist so ein bisschen die Schattenseite des Ganzen gewesen und vielleicht auch so ein bisschen eine Seite, die den Free-to-Play-Spielen heute noch nachhängt. Ist es denn immer noch so oder war es jemals so, dass das Schröpfen der wenigen, die bereit sind, Geld auszugeben, immer noch die gewinnbringendste Strategie ist? Warum das so aufgekommen ist damals, ja, lag daran, dass diese Firmen, die im Free-to-Play-Bereich waren, sich keiner vorstellen konnte, warum um Gottes Willen gibt jemand 10.000 Euro im Monat für ein Spiel aus, ja. Das hatten wir ja noch nie, ja. Also
Im AAA-Bereich geht das nicht, ja, und in vielen anderen Bereichen geht das auch nicht. Man kauft sich einen Rechner vielleicht für 2.000 Euro oder 3.000, ja, so ein Luxus-Ting, und dann kauft man sich das Spiel und spielt das, ja, aber da ist man ja noch kein Whale. Und im Free-to-Play-Bereich ist das entstanden, dass es dann halt Spiele gab, die hatten keinen Cap drin, ja, also da konntest du, wenn du sehr viel Geld ausgibst, konntest du halt, ne, viel Zeug kriegen. Und dann gibt es halt Leute, die haben so viel Geld, denen ist das völlig wurscht, ja, und dann pumpen die da halt mal kurz 10.000 Euro rein, was für viele andere undenkbar war. Und dann kam diese Faszination mit den Whales auf, und dann gab es auch Firmen, die Spiele gebaut haben, die sag mal, Wale einfingen, ja, und diese Leute, sag mal, die dann nur mit Whales gelebt haben, wo jemand, der normal Geld ausgibt, eigentlich nicht so überleben konnte, sage ich mal. Machine Zone ist so eine der Firmen, die ganz bekannt dafür war. Dann habe ich damals, das kannst du in meinen ganzen Vorträgen anschauen, in meinem YouTube-Kanal, habe ich damals schon vorgewarnt, dass wenn Spiele nur auf Whales ausgelegt sind, dass du ein sehr labiles Business betreibst. Weil wenn diese Whales ein besseres Spiel finden oder mal was anderes Interessantes, oder wenn du die Whales ein bisschen verarscht, dann gehen die alle, und dein Business wird dadurch, dass es auf wenigen Usern die Zahlen basiert, halt eingeschränkt. Viel besser ist es, wenn auch die Wenigzahler einen großen Teil deines Umsatzes beitragen. Und das ist so die Doktrin, die meisten Spiele überhaupt nachverfolgen. Ja, wo, egal wie viel Geld du ausgibst, ja, du kriegst immer was Gutes zurück. Value for money, wie man sagt. Denn let's face it, also wenn jemand für ein Spiel Geld ausgibt, der ist nicht blöd, ja. Und der erwartet, dass er dafür auch einen Wert zurückkriegt. Und er würde nicht mehr Geld ausgeben, wenn der Wert im Spiel ihm nicht irgendwas bringen würde. Und da kommt dann halt diese regelmäßigen Zahler zustande. Und jetzt sagst du zum Beispiel, ja, die paar wenigen, die zahlen, das ist, dieser Irrglaube kommt von den Statistiken, die da draußen sind, weil die immer sagen, ja, durchschnittlich zahlen weniger als 3% für Free-to-Play-Spiele. Im Durchschnitt stimmt das, wenn man alle Free-to-Play-Spiele in einen Haufen wirft. Da sind aber auch die ganzen schwarzen Schafe dabei. Wenn man die Top-Free-to-Play-Spiele nimmt, zahlen viel mehr dafür. Ja, also in World of Tanks als Beispiel zahlen über 30% der Leute. Also jeder Dritte zahlt für World of Tanks. Bei League of Legends sind es 4,5%, das ist relativ wenig für deren Spiel, aber auf der anderen Seite haben sie auch eine Reichweite von über 100 Millionen Leuten. Bei Puzzle & Dragons zahlen über die Hälfte der Leute, die es spielen. Das ist ein Mobile-Titel. Also da gibt es verschiedene Größenordnungen, wie viele Leute überhaupt für solche Spiele zahlen. Und umso besser dein Spiel designt ist, umso besser du dann die Leute auch behandelst, die zahlen und die nicht zahlen, umso mehr Umsatz kannst du auch machen, weil mehr Leute dafür zahlen, weil sie einen Wert dafür kriegen. Und wenn du mich jetzt fragst, was ist das beste Monetarisierungsmodell, da muss ich eigentlich nur antworten, es kommt drauf an. Ja, es kommt drauf an, was du für ein Spielgenre hast, was du für eine Zielgruppe hast und was du für Hauptmechaniken da drin hast. Und wenn du dich da ein bisschen einlesen willst, ja, du brauchst verschiedene Pfeiler für die Monetarisierung, um das richtig gut zu machen. Und da sollst du dir meine etwas längeren Vorträge mal anschauen. Die sind alle online, weil das kriege ich jetzt nicht hin in der halben Stunde, die uns noch bleibt. Tut mir leid, das alles zu erklären. aus dem Grund übrigens, warum Monetarisierungsmodelle ein bisschen komplizierter sind oder halt nicht offensichtlich, nicht offensichtlich funktioniert oder nicht funktionieren, ist es so, dass viele Firmen da draußen Monetarisierungsmodelle einfach Copy-Paste kopieren von anderen Spielen. Also das am meisten kopierte Monetarisierungsmodell da draußen ist das von Clash Royale. Clash Royale ist ein Mobile-Titel von Supercell. Das Ding macht irgendwie fast 1 Milliarde im Jahr, dieses eine Spiel. Und Clash Royale hat ein Monetarisierungssystem, was man sehr einfach begreifen kann oder sehen kann, und dadurch kann man es dann auch relativ gut kopieren für ein anderes Spiel. Deswegen kopieren das halt Gott und die Welt inzwischen, ohne zu begreifen, ob das funktioniert für ihr Spiel oder ob es überhaupt passt. Ja. Weil diese Entwickler schon oft genug auf die Nase gefallen sind, Monetarisierungsmodelle zu benutzen, die halt nicht funktioniert haben, und dann ihr tolles Spiel einstellen mussten, obwohl es ein tolles Spiel war, aber halt nicht monetarisiert hat. Und sie haben mich nicht angeheuert und mich bezahlt, um ihnen zu sagen, was gut geht und was nicht. Gibt es ethische Richtlinien im Umgang mit diesem Monetarisierungsmodell, gerade weil es nach oben nicht gekapselt ist, also Leute sich ja theoretisch da ruinieren können? Also diese Leute-Ruiniererei, geht natürlich durch die Presse hier und da, das ist aber nur ein kleiner Bruchteil, ja, und das existiert ja in allen Branchen, ja, das existiert ja auch, weiß ich nicht,
Biertrinker, Fußball, was Teufel was. Aber ethische Richtlinien ist einfach so, ja. Man sollte sich immer bewusst machen, dass jemand, der Geld zahlt, hat Spaß am Spiel und möchte für das Geld auch den Wert zurückhaben. Sprich, wenn du diesen Mann verarscht, dann ist er nicht nur wütend, sondern er geht auch und rät anderen Leuten ab, dieses Spiel zu spielen. Also es ist kein guter Umgang mit dem Kunden. Für mich gilt immer die Fairplay-Regel. Fairplay heißt, dass man sich im Spiel alles erarbeiten kann, indem man Zeit oder Geld reinsteckt. Das heißt, Zeit ist gleich Geld. Sprich, wenn jemand vorhat, ich will gar nicht für das Spiel zahlen, dann kann er das tun und kann das Gleiche erreichen wie jemand, der Geld reinsteckt, halt nur nicht so schnell. Das klingt jetzt irgendwie blöd, ja, das ist doch Pay-to-Win. Ist es nicht, weil wenn man etwas schneller erreicht, ist das kein Vorteil im Spiel. Weil wenn so ein Spiel 10 Jahre gespielt wird, ja, wenn man jetzt im Jahr 3 einsteigt, gibt es Leute, die spielen ja schon 3 Jahre, die haben einen riesen Vorteil? Nein, haben sie gar nicht. Weil ich mich in der Progression in dem Bereich bewege, wo auch andere nur so lang spielen, wie ich spiele. Sprich, wenn jemand zahlt und schneller vorwärts kommt, dann kommt er schneller in einen Bereich rein, wo Leute drin sind, die das Spiel schon sehr lange spielen oder die genauso viel gezahlt haben wie er. Das ist eigentlich alles, was du tust, wenn du Geld reinsteckst. Und das ist dann, da kriegen die Zahler Value for Money zurück und dann kriegen die Nichtzahler trotzdem alles das, was die Zahler kriegen, indem sie halt Zeit reinstecken. Sobald du anfängst, Leute nicht mehr fair zu behandeln, ihnen verschiedene Angebote zu machen oder dem einen das billiger zu verkaufen als dem anderen oder wenn du Geld reinsteckst, alles teurer zu machen, damit er dann noch mehr Geld reinsteckt und so weiter, das geht alles nach hinten los. Das hat man gesehen, es gab eine Firma, die hieß Synga, oder die gibt es immer noch, die haben das damals gemacht mit ihren Spielen auf Facebook und sind dann ins Straucheln geraten und alle ihre Kunden sind alle weggelaufen. Und das hat keinen Hand und Fuß, wenn man sowas macht. Und es gibt halt immer wieder schwarze Schafe, das ist normal, aber die gibt es in einer anderen Branche auch in AAA. So. Aber das heißt also, muss ich mal gucken, an welchem Punkt ich da jetzt nachfragen will. Jetzt, weil du es eben angesprochen hast, es gab ja auch, was mal so durch die Presse gegeistert ist, irgendwelche Patente für Systeme, die entweder die Zahlung oder das Gameplay dynamisch anpassen. So nach dem Motto, hey, der hier gibt viel Geld für unsere Lootboxen aus oder sowas. Das heißt, wir setzen mal die Gewinnwahrscheinlichkeit für den runter, damit er noch mehr kauft. Oder umgekehrter Fall, keine Ahnung, wir haben hier einen Kunden, von dem wir wissen, dass er eigentlich ein guter Kunde ist und für den lief es in letzter Zeit nicht so gut und da müssen wir mal dafür sorgen, dass der mal wieder Erfolgserlebnisse hat und sowas. Also ist das ein Teil, wo du sagst, das findest du nicht okay? Nee, finde ich nicht okay. Es ist auch so, dass die meisten Spieler, die in den Top-Charts sind, das nicht benutzen. Also wenn du es nötig hast, solche Systeme zu benutzen, ist dein Spiel scheiße oder dein Monetarisierungssystem und solltest dann mal drüber nachdenken. Also wenn du es nötig hast, sowas zu tun. Es existiert, ja, aber nicht in den Top-Spielen. Das ist ein Patent angemeldet, heißt noch lange nicht, dass es benutzt wird, ja. Umgekehrt. Also meine Frage war, es klang so, als es gäbe es schon Spiele, die das machen oder die diesen Versuch unternommen haben. Haben sie doch. Synga hat das gemacht, am laufenden Band, ja. Die haben, da gibt es genug Beispiele da draußen, ja. Ein Ehepaar hat Farmville 2 gespielt, ja. Und da bekam der Mann ein Angebot für 20 Euro, da irgendwie so ein Megapack zu kaufen, ja. Und die Frau bekam einen Tag später exakt das gleiche Angebot, aber für einen doppelten Preis. Da haben die zwei sich dann irgendwie dann am Kopf gefasst und haben gesagt, was soll das denn, ja? Warum kriege ich es für 20 Dollar und du für 40 Dollar? Das kann gar nicht sein. Und was haben beide gemacht? Ja, sie haben Synga den Finger gezeigt und spielen was anderes. Das kannst du einfach nicht bringen. Du musst deine gesamte Spielerschaft fair gleich behandeln. Jeder ist komplett gleich. Egal ob Männlein, Weiblein, Jung, Alt, Zahler, Nichtzahler, ist völlig egal. Die sind alle über den gleichen Kamm geschoren. Wenn du da anfängst, Unterschiede zu machen, kommst du in Teufelsküche. Es gibt sicherlich User-Segmentierung, wann du ihnen gewisse Sachen anbietest, ja. Dass du einfach sagst, hör mal zu, meine künstliche Intelligenz hat festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du unser Spiel in den nächsten 2 Wochen verlassen wirst, auf 50% gestiegen ist. Ich mache dir hier mal ein tolles Angebot. Das ist okay, ja, kann man machen. Aber wenn man Leute ungleich behandelt, dann geht das komplett nach hinten los. Weil Leute Online-Spiele, da unterhalten sich die Leute drüber, ja. Und irgendwann geht das rum und dann kannst du es vergessen. So wie die ganzen Leute, die Sky abonniert haben und inzwischen alle sich schon untereinander abgesprochen haben, dass man quasi sofort kündigen muss, damit man das günstigere Sky-Angebot bekommt. Ja, nicht nur das, man sollte regelmäßig Sky kündigen, dann bekommt man immer bessere Angebote.
Also wenn schon so weit ist, dann sollte sich Sky vielleicht sein Businessmodell überlegen. Aber so weit ist es bei denen schon. Nein, die haben sich ihr Businessmodell überlegt. Ich weiß nämlich aus dem Freundeskreis, die über Jahre hinweg immer wieder für ein Jahr abgeschlossen zum alten besten Tarif und wieder gekündigt, damit sie den wieder kriegen nach 3 Anrufen. Sie haben es jetzt in der Zwischenzeit aufgehört und ich glaube, das hat sie dann auch wieder Kunden gekostet. Tja. Also okay. Wie man es macht. So eine, tolle, so eine große Rolle spielt jetzt Sky nicht, ja, in dem gesamten. Aber Kunden wollen nicht verarscht werden und wenn Kunden das Vertrauen in dir als Operator verlieren, bist du sowieso am Arsch, ja. Und deswegen darf man das Vertrauen nicht verspielen. Das ist. Wie ist es mit den vielbeschworenen Glücksspielmechanismen? Hast du da eine Meinung zu? Also gibt's irgendwo einen Grenzverlauf für dich, wo du sagen würdest, okay, hier hört das erlaubte Verführerische auf und hier wird es zur psychologischen Manipulation? Ja, was immer Glücksspiel heißt, ja. Also rein nach Definition Glücksspiel, wenn du was investierst und, sag mal, zufällige Gewinne kriegst, dann ist das per Gesetz. Die Mechanismen. Ja, die Mechanismen, ja. Was heißt denn Mechanismen, ja? Mechanismen heißt ja Glücksspiel. Ich habe hier so eine Box, ja, und die kann ich aufmachen und dann ist so, ab und an ist was Episches drin, ja. Und dann werde ich dazu verleitet, noch mehr Boxen zu kaufen, weil es kann ja mal sein, dass da so ein Mega-Item drin ist. Wenn ich in World of Warcraft einen Boss kille, ja, und endlich mein episches Zweihänderschwert droppt, ja, dann ist es genau der gleiche Effekt. Das ist der Belohnungseffekt damit, ja. Es gibt Spiele, die übertreiben das, indem sie wirklich, sagen wir mal, 1:1 psychologische Leitfäden von der Glücksspielindustrie verfolgen. Aber ich weiß nicht, ich kenne kein Spiel in den Charts, was es wirklich zum Extrem geführt hat und auch so einen riesen Erfolg hat, ja. Wie gesagt, wenn man es nötig hat, solche Glücksspielelemente zu nehmen und zu monetarisieren, ja, dann weiß man sofort, dass sein Spiel eigentlich nicht funktioniert. Da sollte man vielleicht sein Geschäftsmodell überdenken. Das ist meine Meinung dazu. Ja. Also ich finde, Glücksspiel selber hat in Spielen nichts zu suchen. Ja, aber Moment, aber warte mal, wenn ich nur dein Beispiel richtig verstanden habe, bei World of Warcraft zum Beispiel, wenn du den Boss legst und du hast eine Wahrscheinlichkeit, dass was weiß ich, für deine Klasse das epische Schwert droppt, dann ist das zwar fundamental sowas ähnliches wie in der Lootbox zum Beispiel, für die ich jetzt einen Euro ausgegeben habe, aber das eine ist per Definition in Deutschland, Gesetzdefinition, eigentlich Glücksspiel, weil es bei dem einen findet ein Geldeinsatz unmittelbarer Natur statt. Ich zahle einen Euro und ich bekomme einen unbekannten Gewinn möglicherweise. Das ist die Definition in Deutschland gesetzlich von Glücksspiel. Geldeinsatz für unbekannten Gewinn oder vielleicht auch gar keinen Gewinn, wenn eine Niete drin ist. Das ist so ein bisschen die Frage. Bei World of Warcraft haben wir keinen Gewinn Geldeinsatz. Gewinn heißt, nein, nein, wir haben keinen, wenn wir keinen Geldeinsatz haben, kann es kein Glücksspiel sein. Das ist deutsche Definition. Bei World of Warcraft haben wir keinen Geldeinsatz für den Boss. Doch, deswegen ist es nicht vergleichbar. Gedeckelt, ne? Moment, ist nach oben gedeckelt erstmal, durch diesen Monatsbeitrag. Genau, 12 Euro im Monat. So, bei den Glücksboxen in Spielen, in Free-to-Play-Spielen, ist es so, dass du die Boxen dir auch umsonst verdienen kannst. Das ist die Frage, ist der Geldeinsatz erzwungen? Nein, ist er nicht. Du kannst diese Boxen auch so kriegen. Und diese Boxen funktionieren nur dann, wenn du die Boxen auch so kriegen kannst. Das Einzige, was du mit Geldeinsatz machst, ist, dass du die Frequenz der Boxen erhöhst. Das ist das Einzige. Und da habe ich gerade vorgestern, glaube ich, meinen letzten Talk über genau diese Lootboxen online gespielt oder online gestellt, wo du das mal nachschauen kannst, ja, wenn du dir den Talk mal anschaust, wo das genau definiert wird, ja. Also wenn du ein Lootbox-basierendes Spiel machst, was ja inzwischen eine anerkannte Spielmechanik ist, weil es gibt da tausende von Spielen, die das inzwischen benutzen, muss es die zentrale Quelle sein für alle die Gegenstände, die dieses Spiel offeriert. Das ist die erste Regel, damit es funktioniert. Ja. Die zweite Regel, um das funktionieren zu bringen, ist, dass der User relativ häufig so eine Box aufmachen muss. Und relativ häufig heißt es nicht einmal am Tag. Nee, das heißt mehrmals die Stunde. Das heißt, wenn ich das Spiel umsonst spiele, kriege ich trotzdem hier und da meine Lootboxen und mache die auf und kriege mein Zeug und kann durch Geldeinsatz diese Frequenz erhöhen, indem ich mir einfach mal 50 Stück kaufe. So funktionieren Lootbox-Spiele. Wenn du da die Lootbox-Spiele so aufbaust, dass du diese Boxen nur kaufen kannst und dann sind die Gegenstände da drin, dann funktionieren sie nicht. Weil die Nichtzahler fühlen sich verarscht und die Zahler kriegen, sag mal, kriegen zwar dann diese Boxen, fühlen sich aber verarscht, weil sie ja nur zu 1% diese epischen Sachen kriegen. Dann funktioniert es nicht mehr.
Und, aber wenn, wenn wir jetzt bei dem System sind, dann würde mich ja mal interessieren, also aus deiner Warte raus, was sagst du denn dann dazu? Also zumindest wissenschaftlich gibt es ja mittlerweile durchaus mehrere Studien, die sehr nahelegen, dass genau diese Mechanismen auf den Lootboxen basieren und teilweise auch Glücksspiel, deswegen gibt es ja diese Analogie, dass eben dieses, du leistest einen wie auch immer gearteten Einsatz für eine unbekannte Belohnung, verhaltenspsychologisch die gleichen Mechanismen im Gehirn triggern wie harte Drogen. Ich meine, das ist mittlerweile relativ, zumindest verhaltenspsychologisch, so sehr wie man das nachweisen kann. Herzlich willkommen in der Computerspielbranche. Das ist eine World of Warcraft genauso. Eine ist nicht es so? Unbekannte ja. Warum haben die Leute sich dann hingesetzt und haben ihre Ehe aufgegeben, ihre Arbeit verloren und keine Ahnung was, weil sie in World of Warcraft im Rage feststecken, ja? Ist genau das gleiche Verhalten. Spiele sind so definiert, ja, egal welche Spiele, ja, da werden Hormone ausgeschüttet. Und weil du Spaß hast, ja, und da ist Spannung und da ist keine Ahnung was. Und ja, das ist aber Moment, nein. Das ist nicht das, was wir wissenschaftlich wissen. Wir wissen sehr genau, zumindest wenn wir einigen Studien, in Nordamerika eine Menge rausgekommen, wenn wir einigen Studien glauben, von relativ renommierten Universitäten, die nachgewiesen haben, es geht nicht um Spiele im Allgemeinen, man hat Spaß und da kommen Emotionen, das ist klar. Bei einem FIFA-Spiel zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt gegen einen Kumpel spiele, natürlich passieren da Sachen, aber da werden nicht die Suchtrezeptoren angesprochen, wie zum Beispiel bei einem Cardpack bei FIFA. Da kann man sehr gut oder konnten zumindest, ich nehme das jetzt mal so hin, Wissenschaftler sehr gut nachweisen, dass das die gleichen Rezeptoren anspricht wie Kokain und Heroin. Und ja, ich meine, muss man nicht... Die Studien kann man... Ja, aber das macht es ja nicht besser, wenn es bei World of Warcraft ähnlich ist. Nee, aber darüber willst du nicht reden. Weil World of Warcraft darüber würde ich mit einem World of Warcraft-Designer auch reden wollen. Jetzt rede ich aber mit einem Free-to-Play-Consultant. Ja, genau. Ja. Also ich meine, mich interessiert einfach nur, wie du dazu stehst. Du kannst ja auch sagen, ist alles Bullshit oder ist, World of Warcraft. Einfach, dass Lootboxen selber nur dann funktionieren. Und ich kenne viele Spiele, die Lootboxen haben. Und ich kenne viele Spiele, die Lootboxen haben, die gar nicht funktionieren. Und ich kenne auch viele Spiele, auch die Daten, die sehr gut damit funktionieren. Und was sie gemeinsam haben, ist, dass sie den Spieler, ich übertreibe es mal, mit Lootboxen bombardieren. Ja, das heißt, du kriegst so viel Krempel hinterhergeschmissen, dass die Lootboxen, der Zufallsfaktor, der da drin ist, nur ein Teil von dem gesamten Bild ist. Und wenn du Geld ausgeben möchtest, du nur die Frequenz erhöhst. Und es dann irgendwann mal ein Punkt im Spiel kommt, wo es keinen Sinn mehr macht, Lootboxen zu kaufen, weil du eigentlich die meisten Sachen, die du brauchst, im Spiel schon hast und dann andere Systeme das ersetzen müssen, sonst funktionieren diese Spiele langfristig nicht. Habe ich auch Analysen da draußen gemacht und Vorträge drüber. Weil diese Spiele, die müssen ja Spaß machen, ja. Und wenn jemand keinen Spaß dran hat, der gibt auch kein Geld für das Spiel aus. Und diese Zahler, die lassen sich ja nicht so einfach verarschen, weil die tracken haargenau, ja, wenn die Lootboxen kaufen, was sie drin finden. Und da gibt's Online-Datenbanken, wo sie es eintragen, wo die Wahrscheinlichkeiten drin stehen und pipapo, ja. Gut, inzwischen sind es im Spiel selber drin, die Wahrscheinlichkeiten. Aber das gucken die alles nach. Ich hatte ein interessantes Treffen vor ein paar Monaten. Da habe ich auf einer Spielekonferenz jemanden getroffen, der gesagt hat, er ist ein Whale. Habe ich ihn erstmal angeguckt, habe gesagt, wie meinst du denn das? Ja, er gibt ziemlich viel Geld für Online-Spiele aus, für Free-to-Play. Sag ich, ah, okay, wie definierst denn du Whale? Was hast du denn so ausgegeben? Da sagte der, ja, 50.000 Euro im Monat. Sag ich, was? Was ist denn das für ein Spiel gewesen? Hat er mir das gesagt. Dann habe ich ihn gefragt, was machst du denn auf der Spielekonferenz? Möchtest du jetzt irgendwie Tipps und Tricks kriegen? Sagt er, nee, er bietet einen Service an, weil die Whales sich zusammentun in solchen Spielen und ein Netzwerk bilden. Und wenn gewisse Spiele sie anfangen zu verarschen, die sich das absprechen und die dann alle komplett abspringen. Und dem Spielehersteller aber noch eine Warnung geben. So in die Richtung, hör mal zu, du verarschst uns hier mit den Lootboxen. Umso mehr Geld wir ausgeben, umso weniger Chancen haben wir hier. Wenn du dir das jetzt nicht rausmachst, ja, dann gehen wir alle. Und dann geht da mal kurz eine Million Umsatz im Monat weg, ja. Dann kannst du dir vorstellen, dass jeder Spielehersteller das wieder rausbaut. Und der hat ein Netzwerk von Zehntausenden von Whales, ja, hat er mir gezeigt auf seinem Telefon. Guck mal hier, da sind die alle. Das heißt, jetzt fangen sich diese ganzen Superzahler an, abzusprechen, wie sie mit ihrem Geld umgehen. Was ein Gegenbeweis dafür ist, ja, die Leute, die sind nicht süchtig, das sind einfach Leute, die viel Geld haben und Spaß haben, in solchen Spielen da ihre Power auszulassen. Sagt die Glücksspielindustrie auch immer über ihre Kunden. Ja, aber die können damit nicht aufhören, wenn die Whales schon, ja.
Wenn du jetzt generell Free-to-Play in die Glücksspielecke schieben willst, ja, dann limitierst du das auf ein paar schwarze Schafe. Das kann ich mit vielen anderen Sachen auch machen. Ich will es nicht dorthin schieben. Ich sag nur, mich erinnert gerade die Argumentationsstruktur ein bisschen daran. Der Besitzer der Spielhalle sagt auch, hey, meine Kunden können alle jederzeit damit aufhören. Du vergleichst gerade Spielhallen mit Free-to-Play-Spielen. Ich drehe eine Analogie anhand Basis deiner. Du hast auch Drogenkonsum mit Free-to-Play-Spielen verwechselt. Das ist genau diese Diskussion, wo man sich. Ich habe eine wissenschaftliche Studie von der Universität sowieso, genau. Ich kann dir sagen, ich rufte an in der Universität, ich frage mal, wer die Studie finanziert hat, und dann können wir mal gucken, wie wir darauf zu sprechen kommen. Und dann können wir die Gegenstudien ausgraben. Ja. Fakt ist, ja, wenn du dann mal anschaust, die Top-Spiele im Free-to-Play-Bereich, ja, die verarschen die Leute nicht, ja. Diese Glücksspiel-Hormongeschichten, die du da erzählst, sind in jedem anderen normalen Spiel auch drin, ja, von World of Warcraft bis sonst was. Wir kennen doch noch die ganzen Suchtdiskussionen über Online-Rollenspiele. Das haben wir doch auch alle schon geführt. Wann war das her? 15 Jahre? Es geht aber um was völlig anderes. Es geht zum Beispiel bei der Studie, die ich vorhin zitiert habe, geht es sehr explizit darum, dass man sagt, Belohnungen unbekannter Natur, wie sie zum Beispiel in Lootboxen auftreten. Es geht nicht um Suchtdiskussionen, wie wir sie vor 20 Jahren bei World of Warcraft geführt haben. Es geht explizit darum, dass man mittlerweile sehr genau weiß, dass nicht definierte Belohnungen im Gehirn anders funktionieren als bekannte Belohnungen und andere Rezeptoren ansprechen. Ich zitiere jetzt einfach nur mehrere Studien übrigens zu dem Zeitpunkt, den es gibt. Und man einfach, das ist übrigens auch gar keine Computerspielstudie gewesen im Hinblick, Lootboxen sind blöd, sondern die haben sich schlicht und ergreifend angeguckt, wie reagiert das menschliche Gehirn, wenn man ihm, wie in einer Lootbox halt üblich, oder in einem Pack oder wie bei FIFA und so weiter, wie reagiert das menschliche Gehirn, wenn es sozusagen die Aussicht auf eine super tolle Belohnung hat, im Rahmen einer zufällig ausgewählten Belohnung. Und dort stellte man relativ schnell fest, das funktioniert ähnlich und analog zum Beispiel zu harten Drogen. Das Gehirn oder die gleichen Rezeptoren werden angesprochen, weil es anscheinend eben zu so einer Art Suchttrigger-Verhalten kommt oder generell zu, oh, das will ich jetzt unbedingt haben, Verhalten kommt. Das ist alles, was Diese Lootboxen, ja, benutzen sogenannte Loot-Tables, um da drüber zu gehen. Alle Rollenspiele benutzen Loot-Tables, ja. Dein Fallout, dein Skyrim, dein World of Warcraft, alle haben Loot-Tables drin. Der Unterschied ist die Frage, ob du weißt, was drin ist oder nicht. Und ich sag dir, ein Random-Drop in World of Warcraft bei irgendeinem Viech, wo der ein Epic droppt, ja, ist genauso eine Lootbox gewesen. Nur der Unterschied ist, dass in den Lootboxen, die in Free-to-Play-Spielen drin sind, weißt du haargenau, mit welchen Chancen was drin ist. Der Unterschied ist, ich kann keine 50.000 Euro in World of Warcraft für den Epic-Boss ausgeben, sehr wohl aber offensichtlich im Free-to-Play-Spiel. Da schicke ich dir mal ein paar Links von Leuten, die das getan haben. Vielleicht mal auf einem anderen Level gefragt. Ich meine, du bist da ja jetzt ja viel unterwegs und müsstest ja zumindest einen Überblick darüber haben. Wie gibt es denn ein Problembewusstsein oder so eine gewisse Sensitivität dafür in der Free-to-Play-Branche? Also setzen sich Entwickler solcher Systeme hin und sagen, jetzt lasst uns doch mal gucken und überlegen, ob das, was wir da tun, eventuell tatsächlich schädlich ist. Also gibt es da eine Reflexion drüber? Werden diese Bedenken in irgendeiner Form denn ernst genommen? Gibt es deswegen, weil, wie gesagt, man das Kundenverhältnis gut haben möchte. Wenn die Kunden sich verarscht fühlen oder es dann mal eine Sensation oder ein Skandal gibt, ja, was dann passieren kann, weiß jeder. Und deswegen sorgt man dafür, dass das eben nicht passiert. Sprich, dass Zahler oder Nichtzahler nicht verarscht werden. Wir haben das Electronic Arts Fiasko ja mitbekommen, was denen passiert ist. Aktienkurs ging runter und keine Ahnung, was alles passiert ist, und einer der Vorstände durfte gehen. Das wollen Leute, die Free-to-Play-Spiele machen, nicht haben. Ja? Die wollen, dass sie jahrelang zufriedene Kunden haben und einen Service erhalten können für das Spiel. Das wollen sie. Und deswegen sind die sensitiv für sowas, ganz klar. Ja, es gibt schwarze Schafe, ja. Machine Zone und so ein paar andere, aber die gibt's überall. Wenn die dann hier für die Sensation herhalten müssen, meinetwegen, aber die meisten im Free-to-Play da draußen behandeln ihre Kunden sehr fair und sorgen dafür, dass sie zufrieden sind, weil sonst zahlen sie nämlich nicht, weil sie das Spiel nicht mehr spielen sonst. So einfach. Das ist jetzt wieder so die Kundenbindung, das ist so eine Business-Perspektive. Ja, darauf kommt es doch an. Aber gibt es sowas wie eine Fürsorge? Also zum Beispiel, gibt es einen Mechanismus in entsprechend großen Firmen, die sich sowas ja leisten könnten, dass sie sagen,
der Typ hat jetzt hier 5.000 Euro im Monat ausgegeben und kann nicht bezahlen. Gucken wir mal, ob das jemand ist, der vielleicht ein Suchtproblem hat, der sich übernommen hat, oder geht es direkt ans Inkasso? Das heißt, er kann doch nicht bezahlen, das verstehe ich nicht. Naja, es wird ja Zahlungsausfälle geben. Wenn jetzt jemand wenn jemand ein Suchtproblem hat, dann passiert es ja sicherlich durchaus mal zum Beispiel, dass er halt da sitzt und sich dann, dass er dann da sitzt und dann kann er einfach nicht bedienen, was er da vielleicht ausgegeben hat oder sonst irgendwas, die Kreditkartenabrechnung oder sowas, das wird nicht bedient. Gibt es irgendeinen Mechanismus oder keine Ahnung, dass man auch mal guckt, wenn Leute anfangen, richtig viel Geld auszugeben? Wenn bei Leuten die Kreditkarten bouncen und so weiter, ja, dann wird der Account gesperrt. Der Unterschied ist, dass wenn jemand schon viel Geld reingesteckt hat in so einen Account, ist der Account, hat ja dann eine bestimmte Qualität, dass der Support sich dann an denjenigen wendet. Wenn die Spiele dann eine direkte Supportline haben, die meisten haben das, die guten. Und ich weiß, das habe ich ja selber auch schon aufgebaut, dass für Leute, die sehr viel zahlen, es einen eigenen Support gibt. Und diejenigen, ja, genau, so ein Key-Account-Management und so. Also die Beispiele waren jetzt natürlich wahrscheinlich ein bisschen idiotisch, weil einfach so aus der hohlen Hand. Also meine Frage ist halt einfach nur, gibt es eine Besorgnis, dass da bei manchen Leuten die Ausgaben aus dem Ruder laufen, und gibt es ein Bemühen darum, sowas zu identifizieren und denen dann vielleicht zu sagen, weißt du, so wie der fürsorgliche Barkeeper, der sagt, ich gebe dir jetzt nicht noch ein Bier, du hattest genug. Ja, weil er den Kunden direkt da sieht, ja. Aber du weißt ja nicht, wenn jemand viel Geld für ein Spiel ausgibt, ob der sich das leisten kann oder nicht. Das weißt du ja gar nicht. Und diejenigen, die da, zu viel ausgeben, ja, und über die Stränge schlagen und so weiter, das ist ja ein verschwindend kleiner Prozentteil. Das ist so wenig, dass sich der Aufwand, ja, den du brauchst, um solche Tendenzen zu entdecken durch AI-Kundenverhalten oder keine Ahnung was, der wird sich da gar nicht rechnen. Also wenn jemand hinkommt, ja, und sagt, hör mal zu, es gab ja oft die Fälle, ja, wo die Eltern gesagt haben, mein Kind hat hier Kreditkarten benutzt von meinem Vater etc. bla 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 und so weiter, ja, die haben alle ihr Geld zurückbekommen. Das ist so verschwindend gering, diese Zahl. Ich glaube, da sind jetzt gerade in den letzten 5 Sekunden mehr Leute gestorben, die vors Auto gelaufen sind, als die Leute, die da zu viel Geld ausgegeben haben und sich das nicht leisten können. Im Ernst. Klar, dass es immer wichtigere Probleme auf der Welt gibt, ist unbenommen. Ja, ist ja klar, aber im Ernst, also von den Spielen, ich hab ja schon Spiele betreut mit Millionen von Kunden, ja. Die Anzahl der Fälle, wo jemand auf uns zukam über den Support und gesagt hat, hör mal zu, mein Bruder hat hier viel zu viel Geld ausgegeben, der kann seine Miete nicht mehr zahlen, etc. bla bla bla, ja, diese Geschichten, die kann ich an einer Hand abzählen. Ja, aber André ging es ja, glaube ich, ein bisschen um die Frage, tut denn die Branche etwas, um nicht darauf angewiesen zu sein, weißt du, dass der Bruder sagt, hey, pass mal auf, hier mein Bruder, der schämt sich ein bisschen, aber der kann sich das nicht leisten, ob es eben Mechanismen gibt. Was soll man denn für die 0,1% Kunden, die sowas angeht, machen? Was meinst du denn, wäre möglich zu tun? Weiß es nicht. André hat ja einfach nur gefragt, ob was getan wird. Nein, aber was soll man, ja, aber was soll denn getan werden? Es war ja auch nur so ein bisschen naiv in diese Richtung gefragt. Also ich verstehe, also das Argument, die Branche hat alleine schon ein finanzielles Interesse, das nicht zuzulassen oder nicht irgendwelche Strategien einzusetzen, die dann kundenfeindlich werden. Zu einem gewissen Grad. Also wir haben auch ein großes Interesse, dass Free-to-Play-Spiele positiv gesehen werden. Oder andersrum gesagt, wären Free-to-Play-Spiele nicht, so positiv, würde nicht 60% des Gesamtumsatzes der Branche darüber laufen. Deswegen sind diese Skandale etc. sind ja auch schädlich, ja, wo Leute, die gerade neu im Free-to-Play-Bereich sind, sagen, also wenn die Spiele nur so designt sind, dass sie mich süchtig machen und mich abzocken, mein Konto leer räumen, dann spiele ich das nicht. Das ist ja nicht in unserem Interesse. Und so sind sie ja auch gar nicht gebaut, die meisten jedenfalls. Ja. Wie gesagt, also für mich war es halt immer so ein bisschen die Frage, gibt es da tatsächlich, deswegen auch die Frage so nach gibt es irgendwelche Ethikrichtlinien, nach denen man da agiert oder so? Weil ich hatte auch so auf Entwicklerkonferenzen, wenn ich in solchen Talks drin gesessen bin, es gibt halt auch diese Faszination mit, hier, die intermittierende Verstärkung ist ein psychologischer Mechanismus. Wenn du demjenigen immer die gleiche Belohnung zuverlässig austeilst, dann ist das nicht so faszinierend und nicht so verführerisch, wenn eben dieser Zufallsfaktor da ist und er kriegt eben mal was Tolles, aber eben zwischendrin auch mal gar nichts oder nur Mist und so weiter und so fort. Ja, und das war, ich kenne diese Talks, ja. Das ist ja auch interessant. Es ist super interessant, ja, aber das ist ja schon ewig so, dass Computerspiele so designt sind, damit sie
Spaß machen, dass du den nächsten Level auch noch machst, du den nächsten Boss in Dark Souls killen willst und so weiter und so fort, ja. Da gibt's ja dann verschiedene Theorien. Aber ich sag dir eins, dass die Entwickler oder Firmen, die aktiv diese Theorien benutzen, um ihre Spiele angeblich zu verbessern, die kommen nicht vorwärts, ja. Und die meisten Spiele, die in den Top-Charts sind, ja, sind alle von Teams entwickelt worden, die gute Spiele machen wollen. Und die sind deswegen auch erfolgreich, weil das Spiel geil ist. Aber ist das denn das hat so? Nichts damit zu. Also ich meine, wenn ich jetzt mal kurz einhaken, aber jetzt nehme ich zum Beispiel, jetzt nehmen wir einen FIFA, ist jetzt kein Free-to-Play-Spiel, aber klassisches Service-Game mit eben einer Lootbox-Mechanik. FIFA verdient sich dusselig mit seinen Packs, die du kaufen kannst, und das ist genau die Mechanik, die André auch gerade geschildert hat, nämlich die Leute, natürlich existiert die Möglichkeit, so und so viele Partien zu machen und dann bekommst du mal wieder ein kostenloses Pack, aber die Leute, FIFA und EA gehen ja offensichtlich genau auf die Menschen und sagen, wir bedienen uns genau dieser Mechanik für den Löwenanteil unseres Umsatzes. Nämlich, dass die Leute sagen, ich gebe dir hier jetzt, was weiß ich, 50 Cent für die Chance auf einen Lionel Messi. Und nur in Asien, ja. Witzig, ne? Wie, nur in Asien? Ja, der Hauptumsatz von FIFA ist in Asien. Vor allem in Südkorea. Ach so, ja. Du meinst die Umsatzverteilung. Ich dachte gerade, warte, in Deutschland kann man den doch auch kaufen. Das ist so eine selbstbewahrheitende Prophezeiung, ja, weil die Asiaten generell nur Free-to-Play-Spiele spielen und sehr gerne Fußball spielen in Südkorea, dass das Ding deswegen dort so erfolgreich ist. Man kann sicherlich hier und da Umsätze optimieren, wenn man dann gewisse Theorien verfolgt oder gewisse Systeme oder Spielverhalten analysiert. Nur weil es da um Psychologie geht und bei anderen über Spielverhalten und sowas, muss man das nicht als schlecht abstempeln. Selbst in normalen Spielen sind Motivationskurven und andere Spielverhalten unter anderem Analyse, ja. Oder wir machen Fokusgruppentests oder wir machen Tests, wo eine Kamera die Augenbewegung von irgendwelchen Leuten beobachtet, ja. Und ich rede jetzt von AAA-Bereich, ne, wo da sowas gemacht wird. Oder dass das Spielverhalten in den Levels analysiert wird, damit man die Levels besser bauen kann, damit die Leute dann mehr Spaß haben und dann doch weiterspielen und nicht das Spiel aufhören nach 20-30% des Spiels. Solche Geschichten untersuchen können dazu. Nur weil jetzt, sagen wir mal, Free-to-Play-Bereiche ein Volumen erreicht haben, wo, wenn man solche Studien anlegt, mit 0,1% mehr Umsatzgewinn gleich 10 Millionen mehr macht im Jahr, ist es nicht, muss man das nicht unbedingt verteufeln. Nein, ich würde auch generell zum Beispiel nicht sagen, dass es natürlich, du hast völlig recht, wenn du zum Beispiel sagst, gerade Spiele, gerade dieses Medium macht sich schon seit seiner Existenz gewisse psychologische Tricks, Kniffe, Erkenntnisse zu nutzen, um den Spieler bei der Stange zu halten, um den Spieler zu motivieren, um Spaß zu machen. Ich finde halt immer, wir reden immer über was anderes, wenn du sagst, du kannst hier jetzt akut in diesem konkreten Falle mir 50 Cent einen Euro geben, um diese Kiste zum Beispiel aufzumachen. Das ist für mich halt was anderes. Das ist ungefähr, jetzt auch wieder Analogie, nicht Vergleich, aber es ist was anderes, ob ich, was weiß ich, auf einem Kindergeburtstag irgendwie einen spielzeugeinarmigen Banditen hinstelle oder ob ein Kind in eine Spielhalle geht und einen Euro in einen Automaten wirft. Ich korrigiere das mal ein bisschen, was du gerade gesagt hast, ja. Oder ist es ein Unterschied, wenn du Kinderüberraschungsei jedem Kind gibst und jedem noch ein paar Pokémon-Packs? Ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein Unterschied ist. Ich meine, das Überraschungsei-Argument kommt immer. Ich halte davon offen gestanden nicht sonderlich viel, weil das meistens so eine Sache ist. Ja, aber Überraschungseier oder Panini-Bilder sind ja auch erlaubt. Erstens sollte man drüber reden, ob die weiter erlaubt sein sollten, bloß weil die das immer waren. Die Frage ist die Altersgrenze, ja? Also ich finde, die Altersgrenze ist da wichtig. Wenn du Herr deiner Gedanken Kontrolle bist, und laut Definition in Deutschland ist es ab 18, ist es deine Sache, ob du jetzt für 100 Euro Pokémon-Karten kaufst oder nicht. Dass ein 12-, 13-Jähriger dann sein gesamtes Taschengeld und noch irgendwie aus dem Geldbeutel vom Papa einen Fuffi rausholt, um sich eine gesamte Box Pokémon-Karten zu kaufen, dann finde ich das schon verwegen, ja. Und ich meine, Magic hat es damals ziemlich groß gemacht, die Geschichten. Und ich selber habe mit Magic-Karten gehandelt und weiß, wie viel Geld Leute für einzelne Karten ausgeben. Aber dann weiß man auch, wie das Suchtverhalten bei Jugendlichen dann schnell aufkommt. Ich meine, ich habe selber gespielt. Nur ist es so, dass in den meisten Free-to-Play-Spielen Sachen eben nicht handelbar sind, ja, und nicht verkaufbar. Es sei denn, du machst es illegal über eBay-Accounts verkaufen und keine Ahnung was, ja. Aber das wollen Free-to-Play-Hersteller ja gar nicht und versuchen da einen Riegel vorzuschieben. Aber das macht's ja dann teilweise eher schlechter, weil wenn wir jetzt bei den Panini-Bildchen zum Beispiel bleiben, die gerne mal angeführt werden, so ein Jahr, dann könnte man das ja auch verbieten. So ein Panini-Bildchen, das kann man schön wahrscheinlichkeitsrechnungsmäßig durchrechnen und dann
jeweils pro Pack und du kommst dann ungefähr, weil du die eben noch tauschen kannst, der 10-Jährige auf dem Schulhof oder so, der wird für ein volles Album etwa 100 Euro Einsatz brauchen, je nachdem, wie viele Menschen er zum Tauschen hat. Jetzt könnte man argumentieren, sollte man sowas bei Kindern und Jugendlichen machen, 100 Euro für ein volles Panini-Album, ja oder nein, aber der Jugendliche oder auch der Erwachsene, der bei FIFA gerne einen Lionel Messi haben will, der kann 10.000 ausgeben, Euro, und trotzdem noch keinen haben. Und dadurch, dass eben keine Deckelung stattfindet und dadurch, dass der Tausch eben so nicht möglich ist, macht es das eigentlich eher noch, die Spirale eher noch schlimmer. Ja, der Witz ist ja, er will den Messi ja jetzt haben, deswegen gibt er so viel Geld aus. Ja? Würde er sagen, mir ist es egal, ob ich den Messi heute habe oder nächsten Monat, der könnte einfach nur weiterspielen und den versuchen, durch die normalen Packs zu kriegen. Es ist ja seine Ungeduld, die da belohnt wird, ja, indem man halt Geld dafür ausgibt und dann plötzlich einen guten Spieler bekommt. Und wenn es dann nur den einen Messi gibt und der Messi so mächtig ist, dass er alles an einen Schatten stellt, dann würde ich das Game Design in Frage stellen, ehrlich gesagt. Weil so darf es eigentlich nicht sein. Es muss immer, in solchen Lootbox-Systemen muss es immer, sagen wir, Dutzende von sehr richtig guten Sachen geben und nicht nur das eine Ding, was alles schlägt. Das darf eigentlich nicht sein. Das ist ein Killer für Spieldesign. Ein sogenannter Winning Path. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir den Sack zu. Die zugesagte Zeit hat der Teutsch schon so ein bisschen sogar mit hier Kulanz überschritten. Vielen Dank dafür. Ja, auch von mir vielen Dank und war aber sehr erhellend. Ja, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich an einigen Stellen ein bisschen dir auf den Zahn gefühlt habe. Aber das Nein, ich diskutiere sehr, sehr gerne. Ja, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und ich verteidige auch immer mein Lieblingsberuf. Ja, ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich mache es mit Begeisterung. Ja, mir ist seit 30 Jahren nicht mehr langweilig, weil ich in der Spielebranche bin. Und ich finde es total geil. Ja, und ich finde es immer wieder gut, interessante Leute zu finden und Argumente auszutauschen, weil ich lerne immer dazu. Ja, ich kenne jetzt deine Sichtweise und du bist ja bestimmt nicht der Einzige, der hier und da den Sachen kritisch gegenüber ist. Da muss man Argumente finden und auch Wege finden, dem entgegenzuwirken. Ich habe damals, ich weiß nicht, wann das war, vor 3 Jahren mal die Idee gehabt, so ein Gütesiegel einzubauen. Ja, so ein Gütesiegel zu verteilen für Spiele, die Fairplay sind, Free-to-Play-Spiele. Und dass das Gütesiegel dann so ein Zeichen ist, wo die Leute sehen, ah, das Spiel verarscht einen nicht, das hat nicht irgendwie irgendwelche komischen Wertesysteme drin, die sich verändern, je nachdem, ob ich zahle oder nicht, sondern es ist halt Fairplay. Das war aber nicht durchsetzbar, weil man, das kann man nicht bringen. Aber sowas zum Beispiel, das wäre ja gar nicht mal so schlecht, das mal so eine Diskussion herbeizurufen, wenn es dann nötig wäre, wenn es so viel schwarze Schafe gibt, aber gibt es nicht. Aber generell, ich danke euch für die Zeit. Ich find's immer wieder nett. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas wieder braucht, dann sagt mir Bescheid. Und wenn du, Jochen, was über Monetarisierung lernen willst, dann kannst du dir gerne meine Vorträge anhören. Ich habe mir einige deiner Vorträge tatsächlich, die ich auf YouTube gefunden habe, durchaus schon mal angeguckt zur Vorbereitung hier drauf. Und ich habe dich auch schon auf der einen oder anderen Konferenz gesehen und deinen Vorträgen gelauscht. Aber ich werde mal gucken, was es sonst noch gibt, was ich noch nicht gehört habe. Ich bin gespannt. Nee, aber war sehr aufschlussreich. Ich finde es immer ganz nett, dass man eben dann mal mit jemandem plaudert, der auch so ein bisschen dahinter steht. Und man kann ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein. So, aber meine Damen und Herren, wenn Sie sich mal wieder so richtig Premium fühlen möchten, ja, und nicht veralbert, ja, auch ein Gütesiegel brauchen, dann könnten Sie Unterstützer werden von The Pod, indem Sie vorbeischauen unter gamespodcast.de/abo oder auf patreon.com/aufeinbier und können Unterstützer werden dieses wunderbaren Podcast-Projekts. Vielleicht fühlen Sie sich ja motiviert, aufgerufen. Hier können Sie nicht, Sie können nicht nur Wahl werden, sondern sogar Kapibara, wenn Sie das möchten. Was es damit auf sich hat, das erfahren Sie tatsächlich, wenn Sie das 10-Dollar-Goodie jemals anhören. Und in diesem Sinne, auch wenn Sie uns einen Gefallen tun wollen, ohne Geld auszugeben, dann schauen Sie vorbei auf iTunes und vergeben Sie die verdiente 5-Sterne-Wertung. Sie wissen ja, ja, die Schlacht um die iTunes-Charts wird quasi täglich härter und uns hängen auch schon die Klamotten in Fetzen vom Leibe von all den Gefechten um diese iTunes-Charts. Und wenn Sie mit uns über diese Folge diskutieren möchten oder über irgendetwas anderes, schauen Sie vorbei im Weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Und wenn diese Folge erscheint, dann sind vielleicht, das ist ein bisschen im Voraus aufgezeichnet, noch Tickets für unseren Live-Auftritt in Hamburg am 26. zu haben. Schauen Sie doch einfach mal nach, falls Sie das interessiert. Garantieren kann ich es nicht, weil wir relativ früh aufnehmen, aber gucken Sie doch trotzdem mal vorbei und lassen Sie sich überraschen, ob da noch Tickets zu haben sind. In diesem Sinne, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.